Lieben, beinahe hätten wir den eigenen Start verpasst, weil wir schon am Quatschen im Hintergrund sind. Meine Lieben, herzlich willkommen. Es ist Mittwochabend, es ist Autoren-Sekko-Zeit. Liebe Yvonne, Grüßerchen, schön, dass du heute zu Gast bei mir bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich bei dir sein darf. Ich habe auch ein Glas, aber da ist noch nichts drin. Das mache ich Erst gleich, gleich. aber ganz schnell, damit wir anstoßen können. Hallo Adrian, schön, dass du schon da bist. Hallo Wir haben zu viel geredet. Die Yvonne. Flaschen auch nicht drauf. Nein, 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 ich warte. Also wenn, dann stoßen wir gemeinsam an. Adrian, wir trinken gleich, ganz langsam. Lass einschenken, sonst muss ich ja allein trinken. Moment, Moment, Moment. So schnell geht das nicht. Die Flasche ist noch voll. Oh, das sieht so schön rot aus. Sieht gut aus, oder? So, Das das. sieht fantastisch aus. Ich weiß ja, wie gut es Leider noch. schmeckt. Ich hatte den ja erst vor Wochen. Liebe Yvonne, ich hebe mein Glas. Ich muss noch kurz warten, da ist so viel Schaum. Ah, wat? Musst du ganz vorsichtig ansetzen. Ja, na gut, okay. Prost auf Prost. einen schönen Abend. Auf einen schönen Abend. Und der Adrian, der Schluck ist jetzt nur für dich. So, haben wir schon gequatscht. Leute, eigentlich habe ich gedacht, ne? Jetzt greifen wir schon vor, aber dann habe ich schnell noch den Ton gehört. Es geht los und habe rüber geswitcht. Liebe Yvonne, ich freue mich sehr. Ja, lauter schöne, liebe, tolle, wunderbare Yvonnes hier. Richtig, Yvonne. Wir haben nämlich auch im Chat eine Yvonne. Stell dich doch mal unserem Chat, unseren Zuschauern vor. Ja, ich bin Yvonne Orego. Ich bin 42 Jahre alt, wohne ganz weit oben im Norden, so zwischen Kiel und Hamburg, Richtung Ostsee. Und schreibe schon sehr lange. Ja, das kommt jetzt alles ein bisschen durcheinander. Also ich habe studiert ganz lange noch, ganz spät. Ich habe eine große Tochter schon, die ist 16, so wie deine Caro. Und ja. Habe so verschiedene Stationen schon durchlaufen und ich schreibe jetzt seit ungefähr 14 Jahren. Davor habe ich tatsächlich gar nicht geschrieben oder ich hatte mal angefangen, habe es aber dann wieder verworfen gehabt. Und seit 14 Jahren bin ich aber ganz, ganz doll dran, habe ganz viel gelernt und geübt und halt auch schon ein Buch veröffentlicht und will noch viele, viele weitere veröffentlichen. Und seit einem Monat ungefähr, jetzt sind es schon fast 2, habe ich auch einen Podcast. Den habe ich letztes Jahr schon machen wollen und dann habe ich das aber aus anderen Gründen nicht geschafft. Und dieses Jahr habe ich dann Anfang des Jahres gedacht, so, jetzt mache ich das. Genau, da werden wir heute Abend nochmal ausgiebig drüber sprechen. Eins nach dem anderen schon. Komm mal ein bisschen durcheinander. Jetzt, vor 14 Jahren hast du dich entschieden, wieder zu schreiben. Gab es da irgendeinen ganz besonderen Wendepunkt, dass du gesagt hast, aber jetzt an die Tasten. Meine Geschichten müssen raus. Oder war da plötzlich die große Geschichte, die erzählt werden musste und du konntest dich gar nicht wehren? Ich bin gespannt. Ja, also ich hatte, als ich 17 war, schon mal versucht, was zu schreiben und hatte da eine Geschichte im Kopf. Das war aber nicht die, an der ich dann tatsächlich angefangen habe zu arbeiten. Und die ist erst später dazu gekommen. Und vor 14 Jahren war es so, dass ich, wie alt war ich denn da? Jetzt muss ich rechnen, 28. Meine Tochter war ganz klein und ich hatte ein bisschen mehr Zeit zum Lesen. Und dann habe ich eine Reihe weitergelesen, die ich schon mal angefangen hatte, dann aber abgebrochen hatte, nämlich Harry Potter. Und ich habe dann Anfang 2008 Band 3 bis 7 so innerhalb von ein paar Wochen gelesen. Und Durchgesuchtet. ja, genau. Also das war wirklich, ich habe wirklich nur noch gelesen. Ich glaube, ich hatte irgendwie schon Papieraugen oder so, keine Ahnung. Also wann immer es ging natürlich mit einem kleinen Kind, aber mit 3 Jahren geht das schon. Auf jeden Fall war ich dann so in dieser Fantasy-Welt drin und war so fasziniert von dieser Geschichte und von den Thematiken und überhaupt von allem so, dass ich davon mehr wollte. Aber leider gab es nicht mehr. Es gab halt nur diese 7 Bände. Und dann habe ich erst angefangen und habe geguckt, ob ich ähnliche Bücher finde. Und dann war da aber nichts. Und dann dachte ich so, verdammt. Und irgendwie kam dann so der Gedanke, na gut, dann schreibe ich halt selbst. Also es klingt jetzt ganz komisch, aber es war wirklich so. Ich habe dann gedacht, naja, wenn ich nichts finde, was es zu lesen gibt, dann muss ich halt selbst was schreiben.
Der erste Versuch ist dann ein bisschen in die Hose gegangen, so ungefähr nach einem Viertel, sag ich mal, so der Geschichte habe ich gemerkt, ich komme nicht weiter, weil ich halt nicht geplottet hatte, gar keine Ahnung vom Schreiben hatte, gar nichts. Und war dann Also, du natürlich hast auch dich kein Wunder. hingesetzt und hast einfach losgeschrieben. Mit so Ja, einem Grobplan ich hatte so im eine grobe Kopf. Idee. Genau, aber ich wusste halt nicht, wie das tatsächlich ablaufen sollte. Ich wusste auch nicht, wie das ausgehen sollte. Ich hatte eigentlich nichts außer so einer ganz groben Idee. Und ja, das war auch noch sehr laienhaft, würde ich sagen. Also so aus heutiger Sicht auf jeden Fall. Ich gucke ja manchmal noch in meine alten Texte rein. Ja. Immer spannend, immer spannend. Ja, auf jeden Fall. Und was hast du getan, um dich da schriftstellerisch weiterzubilden? Oder du hast ja dann gesagt, du kamst an den Punkt, es ging nicht mehr, und dann hast du dir ja Gedanken gemacht, wie kannst du das ändern oder hinwerfen? Das hast du ja nicht getan. Wie Nee, ging es weiter? dafür fand ich die Idee zu toll. Also ich wollte das dann schon weitermachen. Aber ich habe dann halt überlegt, okay, wo komme ich denn jetzt an Gleichgesinnte oder wo kriege ich jetzt Material her, wie ich schreiben kann? Und dann bin ich im Prinzip zwei Wege gegangen. Und zwar einmal habe ich dann angefangen, mich in Foren anzumelden. Also damals noch ganz klassisch so über Internet, in Autorenforen angemeldet. Ich glaube, in drei verschiedenen. In zweien bin ich dann auch länger geblieben. Und ich habe angefangen, Bücher zu kaufen und zu lesen. Ich bin ein Autodidakt, das fällt mir überhaupt nicht schwer. Ich habe auch hier auf dem Tisch jetzt gerade eine Menge Bücher wieder liegen. Also bei mir liegen immer irgendwelche Bücher rum. Und ja, dann habe ich halt, ich glaube, das erste Buch, was ich gelesen habe, war, wie man einen verdammt guten Roman schreibt. Das war das erste, was ich hatte. Das kennen wahrscheinlich so ziemlich alle, die schreiben. Hat jeder mal mindestens in der Hand gehabt, die Ja, meisten genau. gelesen, ja. Und dann kam so Sohl Stein dazu und ganz viele andere noch. Also ich habe ein ganzes Regal voller Bücher zum Handwerkschreiben. Und aber am meisten hat mir tatsächlich die Arbeit im Forum geholfen. Also dort meine Texte zu posten. Ich weiß nicht, ich habe dann meinen ersten Text mal da gepostet. Das war niederschmetternd, was ich dann für Kritik zurückbekommen habe. Also die war Okay. nett, aber da habe ich gemerkt, wie viel da noch gemacht werden muss, dass es wirklich nicht gut war. Und dann hatte ich damals das Glück tatsächlich, dass eine ja, Autorin mit mehr Erfahrung, die auch als freiberufliche Lektorin gearbeitet hat, dann gesagt hat, so komm, wir machen das jetzt mal zusammen, wir gehen jetzt mal so Step by Step durch. Also wirklich einfach so, war total nett. Und wir haben dann angefangen, mit der Schneeflockenmethode zu arbeiten. Ich weiß nicht, sagt vielleicht einigen nichts, das ist im Prinzip so, dass man, okay. Danke fürs Mittrinken. Macht Spaß, wenn man nicht allein trinken muss. Und Der ist vielen, echt vielen lieben lecker. Dank für dein Follow, Mutter Miyagi. Ich freue mich. Oh, die kenne ich. Hallo. Ich weiß genau, wer das ist. Ja, super. Kommen alle wegen dir. Ja, das ist doch schön. Das höre ich gerne. Ja, die Schneeflockenmethode ist halt eine Art und also eine Plotmethode, also eine Planungsmethode für Romane, wo man sehr detailliert vorgeht, Schritt für Schritt. Also man fängt so einen ganz groben an und differenziert das immer weiter aus, so für alle, die das nicht kennen. Also für alle, die das nicht kennen, ich mache gerade ein klein wenig Werbung am Rande. Ab und zu erlaube ich mir das, aber nur wenn es gute Sachen sind, weil ich mir es angeguckt habe. Es gibt eine Seite, die heißt Udemy. Ich weiß gar nicht, ob es Deutsch oder Französisch Judemir. Udemy ausgesprochen wird, genau. Und dort gibt es kostenlos die Schneeflockenmethode erklärt. Und dann kann man direkt auch schon mal schauen, wie laufen dort Seminare ab. Und man hat da so ein bisschen einen Einblick. Habe ich mir auch mal angeguckt. Habe nur festgestellt, die Schneeflockenmethode ist nichts für mich, aber vielleicht für den einen oder die andere von euch da draußen. Ich fand es am Anfang super hilfreich, aber ich arbeite auch schon lange nicht mehr Nicht mehr damit. mit. Das ist halt wirklich sehr detailliert und das muss einem liegen, aber ich hatte halt damals durch die Unterstützung von dieser Lektorin, die hat mir dann halt auch immer Rückmeldungen gegeben. Das heißt, sie hat mir eine Aufgabe geschickt von diesen Schritten, die man da hat. Dann habe ich die geschrieben und habe ihr das zugeschickt und sie hat mir eine Rückmeldung gegeben und das war halt dann schon sehr produktiv. Also in der Zeit habe ich super viel gelernt. Ja. Lieber Adrian, ganz kurz, Yvonne, da haben wir nämlich auch schon drüber geplaudert eben. Ja, ich bin bei Herstellen und Basteln statt Just Chatting eingestellt, weil wir stellen Bücher her. So, Ja. ich habe gesagt,
Just Chatting machen so viele und wir sind ja sehr, sehr kreativ unterwegs und freitags haben wir ja auch jetzt den kreativen Part mit dabei. Solange sich keiner beschwert, Adrian, und ich sehe das nur als Hinweis, nicht als Beschwerde, bleiben wir einfach jetzt bei Herstellen und Basteln. So, vielleicht werden wir dann von dem einen oder anderen noch zusätzlich gefunden, der da Lust und Laune hat. Siehst du, Herstellen und Basteln heißt Simon. Das passt doch super, oder? Ja, auf jeden Fall. Siehst du, so sehen wir das genau. Weil neben der Schneeflockenmethode, die ja auch schon so ein bisschen wie Basteln klingt, ist die Yvonne nämlich auch ganz groß in Weltenbau. Ja, und da sind wir ja auch schon wieder bei, du bastelst dir ja deine Welt zusammen, oder? Also Weltenbau kannst du nochmal ausführlich erläutern. Und ganz liebe Grüße von Mutter Miyagi übrigens mit Linkes. Ja. Viele liebe Grüße zurück. Ja, ich weiß nicht. Also es gab eine, die mich sogar danach gefragt hat, die heute auch dabei sein wollte. Ich hoffe, sie ist schon da, die Marie. Die hat nämlich gefragt, ob ich auch mal in meinem Podcast was speziell zum Weltenbau machen kann. Ja, das ist auch ein Aber ich spannendes erzähle, Thema. ja, ist es auch nicht so super komplex. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich die Expertin da drin bin, bestimmt nicht, aber ich mache das tatsächlich sehr umfangreich, sagen wir es so. Ich liebe es, komplexe Welten zu erschaffen. Und im Prinzip ist es so beim Weltenbau, dass man, also das macht man vor allem in der Fantasy und Science Fiction, würde ich auch sagen. Und ich schreibe ja Urban Fantasy unter anderem. Das Buch, was ich veröffentlicht habe, ist kein Fantasy-Buch, aber das allererste Projekt, womit ich angefangen habe nach Harry Potter, war auch Urban Fantasy. Und da ist es dann so, dass ja man überlegt, wie ist die Welt eigentlich geschaffen. Also man hat beim Weltenbau immer bestimmte Regeln, die natürlich ineinander greifen müssen und was dann alles funktionieren muss. Also beispielsweise mache ich mir Gedanken darüber, was für Menschen habe ich dort? Oder sind da auch noch andere Wesen? Gibt es nicht nur Menschen, sondern vielleicht auch noch Werwölfe und Hexen oder sowas? Dann kann man auch noch überlegen, wie ist denn überhaupt die magische Welt aufgebaut? Ist die isoliert? Ist die in der realen Welt integriert? Wie funktionieren die beiden zusammen? Wer weiß davon, wer nicht und warum? Solche Dinge. Dann, ja, also ich habe eine ganze Liste, die ich dann abarbeiten kann. Die habe ich jetzt leider gerade nicht ausgedruckt. Aber ich habe dann so eine Liste, da sind dann so verschiedene Stationen drauf. Also zum Beispiel Natur und Tiere ist dann da auch mit dabei. Da kann man ja in den fantastischen Welten auch super viel erfinden. Mache ich auch sehr, sehr gerne. Dann ist Politik immer so ein Punkt, Bildung, vielleicht auch Wirtschaft noch, Militär manchmal auch, je nachdem, was für eine Art von Fantasy man schreibt. In der High Fantasy plant man vielleicht noch ein bisschen mehr oder noch ein bisschen anders als jetzt in der Urban Fantasy. Weil High Fantasy ist ja so, das ist wirklich komplett fantastisch, so wie Herr der Ringe. Und Urban Fantasy ist immer so eine fantastische Welt, die in der realen Welt integriert ist oder zumindest mit ihr Seite an Seite sozusagen existiert. Also man hat einen Übergang zum Beispiel, wie zum Beispiel bei Harry Potter oder Alice im Wunderland. Das sind so typische Beispiele dafür. Und dann muss man halt überlegen, okay, auf welchen Regeln basiert denn meine Welt? Also zum Beispiel, gibt es Magie? Wie sieht die aus? Woher kommt die eigentlich? Ich habe dann zum Beispiel bei mir überlegt, okay, ist das einfach so da oder kriegt man die vererbt oder kann man die irgendwie erwerben? Solche Sachen. Also das kann man echt überlegen und da kann man auch mal so ein paar ungewöhnliche Wege gehen. Gibt es, was weiß ich, wie sieht es geschichtlich aus? Da gucke ich auch mal ganz viel drauf. Also wie ist die Geschichte eigentlich von meiner Welt? Gab es da irgendwelche größeren Dinge, die passiert sind, die vielleicht noch Einfluss auf die Geschichte haben oder die da mal erwähnt werden? Und ja, also ganz viele Dinge. Und die Sache ist, was ganz wichtig ist, die fantastische Welt ist dann zwar nicht unsere Welt, also die ist natürlich ganz anders. Also was heißt natürlich, sie kann schon ähnlich sein, aber sie unterscheidet sich halt in vielen Dingen. Trotzdem muss die Welt in sich funktionieren. Also das muss alles zusammenpassen. Wenn Ja. ich da was schreibe, was nicht zusammenpasst, dann funktioniert das halt nicht. Das ist wie bei uns, ne? Also nur eben anders.
Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, die Harry Potter Welt nimmt, ne, da haben wir, die Welt existiert sozusagen neben der realen Welt, neben unserer Welt. Es gibt bestimmte Punkte des Übergangs, wo man halt in die Welt rein kann. Es gibt Menschen, die wissen davon, es gibt Menschen, die wissen das nicht, die meisten wissen es nicht. Und dann gibt es natürlich innerhalb der Welt, innerhalb dieser magischen Welt von Harry Potter halt auch bestimmte Regeln. Also es gibt bestimmte Gruppen von magischen Wesen und von magischen Pflanzen und die Zauberei funktioniert auf eine bestimmte Art und Weise und das muss alles zusammenpassen. Ja, den Adrian wird interessieren, was der Unterschied zwischen High Fantasy und Urban Fantasy ist, wenn du gerade beim Weltenbau bist. Ja, hatte ich eben schon ein bisschen gesagt. Also High Fantasy ist wirklich eine komplett andere Welt, komplett neu erfunden und es gibt nicht die Welt wie bei uns. Also unsere Realität spielt da keine Rolle, sondern das ist eine komplett erfundene Welt. Und ein typisches Beispiel dafür ist Herr der Ringe. Hätte ich jetzt Da. spontan als Beispiel, weil es fast jeder kennt. Ja, genau. Also ich nehme auch immer gerne Beispiele, wo ich von ausgehe, dass es jeder kennt, weil sonst muss man so viel erklären. Aber Ja. Herr der Ringe kennen die meisten. Da basiert nichts also auf den Regeln würde ich nicht sagen, einige sind vielleicht ähnlich, aber es ist nicht unsere Welt und die gibt es Genau. dort auch nicht. Und bei Urban Fantasy ist es so, meine Geschichte zum Beispiel, manchmal sind die Magier dann in Hamburg unterwegs. Und zwar in unserem ganz normalen Hamburg oder in München. Und da ist es so, dass halt unsere Welt, also die tatsächlich da ist, die Realität und die andere nebeneinander existiert. Und da gibt es dann so verschiedene Formen, wie man das miteinander verbinden kann. Aber das ist so der grobe Unterschied. Also Urban Fantasy, das ist Fantasy in unsere Welt integriert und High Fantasy ist wirklich ohne unsere Realität. Ja, oder mit Portalen oder sowas wird ja auch Ja. gerne mal gearbeitet. Aber das ist dann auch Urban Fantasy. Ja, ich sag, das ist mein Beispiel für Urban Fantasy, dass Ah es ja, dann okay. Portale gibt, weil du hast ja unsere Welt. Also es gibt Berührungspunkte oder ganz oft ist ja dann einer der Protagonisten, ja, der aus dem unserem Leben, wie wir es kennen, rausgerissen wird und aus irgendeinem Grund dann sein Abenteuer in der fantastischen Welt erlebt. Genau. Ja, genau. Und wenn Narnia Raumschiffe zum drin Beispiel. vorkommen, weil du das so eingeworfen hast, das ist dann Science Fiction. Also das ist Genau. ganz andere Fantasy. Ja, naja, wenn man es ganz streng nimmt, es ist ja keine Fantasy, es ist ja ein anderes Genre, ne? Aber ich bin da halt so, ich mag beides ganz gerne, wobei so richtige Science Fiction auch nicht, aber ich mag so bestimmte Elemente von Science Fiction. Und na gut, darüber sprechen. Ich wollte jetzt gerade auf meinen Podcast kommen, aber das kommt später. Möchtest Werfe ich jetzt mal nicht du durcheinander. direkt zum Podcast kommen? Du passt ja. Du hast ja unter anderem bei deinem Podcast, warte mal, ich habe nämlich hier das Foto vorbereitet von Fantastische Welten. Das habe ich jetzt gerade eingeblendet. Da sprichst du ja auch über also nee, Weltenbau noch nicht, aber wie du zum Schreiben gekommen bist, über Harry Potter und was ich sehr süß fand, weil ich ja auch älteren Jahrgang bin, Bibi Blocksberg. Und wie du so erzählt hast, sie hat so ganz typisch, also als du gesagt hast, ja, wenn Kartoffelbrei durch die Gegend fliegt, man hat das Geräusch im Ohr, auch wenn es überhaupt nicht gerade zu hören ist. Man ruft es direkt ab, genau dieses Bing, 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 ja, wenn sie zaubert. Ich war Genau. sofort dabei. Genau, ja. Ja, es ist unsere Generation Ja. Kassettenkinder, ne? Ich habe Ja, die auf Kassetten gehört. ich auch, ich auch. Genau. Ja, Bibi Blocksberg war so die erste Geschichte, wo ich wirklich so mit Magie oder mit Hexen und Zauberei und so in Berührung gekommen bin, sag ich mal. So, deswegen ist es mir auch wirklich in Erinnerung geblieben. Und in der zweiten Folge vom Podcast habe ich davon ja ein bisschen erzählt, weil ich halt ja, darüber sprechen wollte, wie ich überhaupt zur Fantasy sozusagen gekommen bin, wobei das ja lange gar keine Rolle für mich gespielt hat, dann tatsächlich erst wieder durch Harry Potter gekommen ist, ne? Aber ja, in Fantastische Welten erzähle ich halt tatsächlich über fantastische Welten. Also, was macht die eigentlich aus? Das geht natürlich immer schon so ein bisschen in Richtung Weltenbauer. Weltenbau ist halt so ein Autorenthema und ich habe halt den Podcast schon mehr auch auf Leser ausgerichtet. Und deswegen spreche ich halt viel darüber, okay, was kommt denn so in fantastischen Welten vor? Was ist das überhaupt? Ich habe dann in der ersten Folge über Magie gesprochen, weil für mich gehört halt Magie dazu.
Wobei man dann auch wissen muss, was ist eigentlich Magie. Und Magie habe ich dann halt so ein bisschen recherchiert und für mich festgelegt ist, wenn übersinnliche Fähigkeiten oder Kräfte, ich hoffe, es ist nicht zu laut, mein Kater kratzt gerade an meinem Sessel. Okay, ich habe gerade überlegt, was ist der Kater? Ja, aber ich kann da jetzt auch nicht Ich, das rüberrennen, jetzt hat er hungrige Kind. Ach, aufgehört. lass ihn, alles gut, so schlimm ist es nicht. Ja, aber ist mein Sessel, er geht immer an meinen Sessel, ich weiß nicht, ob er da mal rangeht. Wo war ich? Genau, bei deinem Podcast und dass du als Zielgruppe Leser hast, keine Autoren, also jetzt nicht über das, wie du schreibst, dafür bist du heute bei mir, sondern über fast fantastische Welten, weil die dich natürlich sehr stark beeinflussen, weil es die Dinge sind, über die du schreibst. Außer bei deinem neuen Roman, aber da reden wir dann doch immer am Schluss drüber. Ja, das können wir nachher nochmal Aber machen. Also, wieso hast du denn den Podcast ins Leben gerufen? Zum Schreiben noch dazu. Also ich weiß ja, wie das ist als Mutter und Autorin, da hat man ganz, ganz viel zu tun. Und so ein Podcast ist ja doch ein bisschen was anderes, als live zu gehen, weil du ja doch viel schneiden musst und das Ganze hochladen und so weiter und so fort. genau, ja. Ja, also gemacht habe ich das eigentlich, weil ich. Also ich habe sonst immer nur über Instagram gearbeitet. Und bei Instagram, wer da ist, weiß, unter so einem Bild hat man nicht viel Platz, irgendwas zu schreiben. Und ich wollte halt immer so ein bisschen auch darüber schreiben, was mich so an fantastischen Welten oder an magischen Welten, Magie, alles Mögliche, was mich daran so fasziniert und warum ich das eigentlich schreibe. Und es ist nie genug Platz da. Also man kann dann immer nur so ganz oberflächlich darüber schreiben. Und dann dachte ich so, ich brauche mehr Platz oder mehr Zeit. Und ja, ich habe zu der Zeit gerade angefangen, so ein bisschen Podcast zu hören. Ich bin jetzt auch nicht der Riesen-Podcast-Hörer, also ich habe so ein paar, die ich mir anhöre. Und da dachte ich so, ja, Podcast würde eigentlich passen, weil da ist kein Bild, ich muss mich nicht zeigen, ich zeige mich ungern. Also auch Danke, wenn man dass du mir das da jetzt bist. vielleicht nicht anmerkt, aber ja, ich bin nicht so der Bildmensch. Also es gibt auch kaum Fotos von mir. So ganz nebenbei. Auf jeden Fall dachte ich so, ja, Podcast passt. Da braucht man kein Bild von mir, da hat man nur meine Stimme und ich habe mir schon ein paar Mal sagen lassen, meine Stimme ist ganz nett. Also so, ich habe wohl eine ganz gute Erzählstimme. Und dann dachte ich so, ja, versuche ich halt mal einen Podcast. Und das war vor ungefähr einem Jahr, wo ich das dann überlegt hatte. Und wie gesagt, so aus verschiedenen Dingen oder Gründen hat es dann noch ein bisschen länger gedauert. Aber es ist halt einfach so, da hat man so ein bisschen mehr Zeit zu sprechen. Ich habe meistens so 20 Minuten. Meine letzte Aufnahme ist tatsächlich ein bisschen länger, weil das Thema ein bisschen umfangreicher war. Aber ich schneide das ja auch immer noch. Also keine Ahnung, länger als 30 wird es dann wahrscheinlich nicht. Also gehe ich ganz stark von aus. Ich versuche auch dieses Zeitlimit nicht zu überschreiten, weil ich halt Alleinunterhalter bin noch. Also ich will auch irgendwann Gäste dazu holen. Ich habe auch schon zwei potenzielle Gäste. Aber wenn man so alleine redet, dann kann das halt irgendwann langweilig werden. Deswegen dachte ich so, ich mache mal einfach 20 Minuten. Und ich habe da auch schon so ein bisschen so eine Struktur für mich selbst. Also am Anfang erzähle ich erstmal so ein bisschen grob über das Thema. Dann gehe ich meistens, wenn es Themen sind, über die man auch recherchiert, wo man ein bisschen Hintergrundwissen braucht, dann gehe ich da so ein bisschen rein. Und dann erzähle ich nochmal ein bisschen detaillierter über zum Beispiel, was weiß ich, hatte zum Beispiel jetzt in meinem letzten Podcast. Der kommt erst nächste Woche raus. Ich spreche mal über den davor. Es wird gespoilert, Leute. Aber pass mal ganz kurz auf, schon kommen wir hier ganz vom Thema ab. Und ich will ja auch nicht, dass die lieben Menschen da im Chat denken, sie schreiben und wir ignorieren sie komplett. Weil der Adrian war noch ein bisschen auf dem High Fantasy. Aber passt ja alles zusammen hier bei Ja, dir. Das ist ja. ja das Schöne. Also Herr der Ringe ist für mich nicht High. Also er meint High Fantasy. Es hat doch sehr viel von unserer Welt. Schwerkraft und sonstige Gesetze gelten dort auch. Klar gibt es Drachen, Elfen und Co., aber auch ganz normale Menschensiedlungen, welche es auch auf der Erde im Mittelalter gegeben haben könnte. Ja. Ja, also Na ich bin du? keine Expertin für High Fantasy, aber meiner Meinung nach habe ich es ein paar Mal gelesen, dass High Fantasy wirklich einfach das wichtigste Merkmal ist, dass es eben nicht in unserer heutigen, jetzigen, realen Welt integriert ist oder damit irgendwas zu tun hat. Das ist das Merkmal von High Fantasy. Also ich kann es auch gerade noch mal googeln, aber so habe ich das immer verstanden und so haben wir das auch unter uns Kollegen immer besprochen. Also ich bin ja auch in so einer Autorenrunde, schreiben fast alle Fantasy und mich auch schon ganz lange. Und da haben wir High Fantasy immer
so definiert und ich bin auch der Meinung, dass das richtig ist. Also ja, es könnte, also High Fantasy heißt ja dann nicht, dass es komplett losgelöst ist von irgendwelchen Regeln. Also es kann ja schon Ähnlichkeit geben. Aber der Punkt ist, dass die Geschichte oder dass die Welt halt nicht unsere Welt ist und auch Ja. nicht darin integriert ist oder mit ihr koexistiert oder sonst irgendwas, sondern dass es wirklich eine ganz eigene Welt ist. Ja, und ohne Schwerkraft und sowas, da kommst du schon wieder in ganz andere Gefilde, glaube ich, rein. Jetzt bin Wäre ich gerade am schwieriger. Überlegen. M4Z oder M4Z? Ich weiß es nicht. Es ist immer so spannend, wenn solche interessanten Nicknames ausgewählt sind. Aber du Ich weißt, wen glaube, ich meine. er spricht sich Mess. Mess, okay. Auf die wäre ich nie gekommen. Der relevante Part bei der High Fantasy ist halt, dass es so gar nichts von unserer Erde gibt, keine Kontinente, also keine von unseren, keine Menschen, beziehungsweise nur sehr am Rande auf Metaebene bei Tolkien. Bei der Urban Fantasy existiert zumindest etwas, was grob unserer Realität entspricht. Genau, das hatten wir ja vorhin schon gesagt. Ja, Und der sehr gut. Adrian schreibt nochmal dazu. Also sind auch alle Romane, welche im Mittelalter spielen, somit auch High Fantasy. Es hat auch nichts mehr mit dem heute zu tun. Na, das ist ja Historie. Also so Genau. war es ja. Während natürlich bei Fantasy, wenn du guckst, ganz oft, da gebe ich dir recht, man denkt, oh, das ist so mittelalterlich angehaucht. Aber damit will man ja auch die grobe Trennung zwischen unserem heute darstellen. Ja, dieses Ja. Besondere rauskitzeln. Aber du wirst mir vielleicht recht geben, Adrian. So ein Zwerg ist halt anders als im Mittelalter, weil da waren Zwerge, war das ein Schimpfwort. Ja. Ja, und als Autor guckt man natürlich, also ich glaube schon, dass man als Autor sich immer irgendwo anlehnt, in Anführungsstrichen, ne? Also man braucht ja irgendwas, woran man das festmacht oder so. Und vielleicht ist es auch, also ich glaube, es gibt ganz häufig, dass dann solche mittelalterähnlichen Settings genommen werden. Vielleicht hat das gar nichts mit der Zeit an sich zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie dort gelebt wurde einfach. Und ich glaube, woran man, also fiel mir gerade so ein, wenn man sich High-Fantasy-Romane anguckt, da hat man ganz häufig Landkarten auch dabei. Das geht dann in die Richtung, was Mess vorher gesagt hat, ne? Also man hat dort eben nicht unsere Erde mit unseren Kontinenten und Ländern, sondern das sieht alles ganz anders aus. Ja, Mess zitiert gerade, glaube ich, weil es ist mit in Gänsefüßchen gesetzt. Die High Fantasy spielt in der Regel in einer eigenständigen Welt, deren kulturelle und gesellschaftliche Gestaltung oft einem idealisierten europäischen Mittelalter gleicht. Diese Welt wird detailliert mit einer eigenen Flora, Fauna, Geschichte, Religion und teilweise, wie im Falle des Herrn der Ringe, sogar mit eigenen Sprachen inklusive deren Geschichte ausgestattet. Wenn du noch dazu schreibst, wo du das her hast, sind wir dir alle dankbar. Ich finde bei Zitaten immer gut, wenn man da noch mal den Kontext unter Umständen sich anlesen kann. Also ich mache das jedenfalls sehr gerne. Yvonne, du? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, er sitzt in dem anderen Raum. Das ist nämlich meine bessere Hälfte, die da die Ach, das ganze ist Zeit deine schreibt. bessere Hälfte. Ja, dann kann er es ja mal rüberreichen, wo er es her hat. Der steht gerade an deinem Bücherregal und schaut. Nee, nee, der Moment. steht im anderen Raum. Keine Bücher. Er sitzt auch am PC, denke ich mal. Ach, wie schön. Ja, finde ich ja schön, dass er mich unterstützt. Ja, absolut. Das sind die allerbesten. Ja, genau. Und weil das hier so ein spannendes Thema ist, dass es den Adrian gar nicht loslässt, dass das alles so viele Ähnlichkeiten hat und dann doch wieder auf ganz andere Art und Weise nicht, bist du auf die Idee gekommen. Da musst du auch mehr dazu sagen, als nur ist halt anders. Ja, es ist manchmal schwierig, wenn man in dem Genre nicht direkt drinsteckt, ne? Also jeder Autor hat ja so sein Lieblingsgenre, in dem er schreibt. Und natürlich weiß man so grob, wie die sich auch unterscheiden. Und bei einigen weiß man das mehr als bei anderen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht die Untergenre von, oder die Subgenre, sagt man ja, von Liebesromanen zum Beispiel unterscheiden, weil ich mich in dem Bereich überhaupt nicht bewege. Oder auch bei Krimi könnte ich das auch nicht. Und ich weiß, da gibt es halt auch noch so Unterteilungen. Bei Fantasy weiß ich es ein bisschen mehr, aber eigentlich weiß ich am meisten über das Genre, in dem ich schreibe, nämlich über die Urban Fantasy. Und bei den anderen weiß ich halt nur, wie es sich abgrenzt, so grob, ne? Das kommt dann halt schon dazu. Das wäre vielleicht auch tatsächlich mal ein Thema für meinen Podcast, glaube Ich wollte gerade ich. sagen, wenn du Gäste Ja. einlädst, musst du dir einfach jemand aus dem
Wer ganz fest im Sattel von High Fantasy sitzt, und dann könnt ihr ja auch mal Ja. schön miteinander diskutieren. Aber ich verspreche dir jetzt schon eins: Das wird nichts mit 20 Minuten. Nee, ne? Nein? Da hat man sich ja gerade mal fertig begrüßt. Ja, so ungefähr. Ja, vor allem, weil man, wenn man natürlich in so einem Gespräch ist, dann ist das ja auch viel dynamischer, ne? Und dann Ja. überlegt man gemeinsam und kommt auch mal kurz vom Weg ab und so. Da ist das dann schwer, 20 Minuten einzuhalten. Aber ich finde auch, wenn man im Gespräch ist, also wenn man Gäste hat, dann ist es auch okay, wenn es länger ist, weil Ja. das ganze Gespräch dynamischer ist, da kann man besser zuhören. Das auf jeden Fall. Ja, wobei, wenn das Thema spannend ist, kann ich auch einer einzelnen Person hören. Ja. Ja, solange es kein Lehrervortrag ist, ne? Ich versuche das immer zu vermeiden. Also ich bin ja fast Lehrerin mal gewesen. Also Oh, ich habe aber auch Lehramt nur studiert. fast. Naja, ich habe Lehramt studiert und habe dann Okay. angefangen, auf Lehraufträge zu arbeiten. Und dann war ich kurz im Referendariat und habe dann festgestellt, nee, das will ich nicht. Leider ein bisschen spät, weil ich war dann halt schon mit einem fertig. Aber ja, inzwischen arbeite ich nicht Ja. mehr als Lehrerin. Also viele wissen es, ich habe es dir ja auch erzählt, ich bin ja als pädagogische Fachkraft unterwegs, weil ich damals, als ich Germanistik angefangen habe zu studieren, die Wahl hatte, entweder ich gehe in die Magisterrichtung oder ich gehe in die Lehramtsrichtung. Und habe gesagt, nee, also Lehramt auf gar keinen Fall. Jetzt hat es mich doch irgendwie hingebeutelt. Und wenn ich so manche, ich nenne sie jetzt mal Kollegen sehe, wo ich sage, hätten die mal früher auf die Kinder losgelassen, die hätten sich auch überlegt, das Studium anderweitig Ja, es fehlt. umzuswitchen. Ja. Das fehlt komplett. Also dieser die Praxis, die kommt zu spät einfach. Also ich hatte im Studium, im Grundstudium, also jetzt nennt man es ja Bachelor, da Ja. hatte ich zwei ganz kurze Praktika, so von 2, 3 Wochen. Da kriegt man nichts mit. Das ist Nee. halt so ein Reinschnuppern und dann kommt es auch darauf an, in welcher Schule ist man da. Und da war ich halt auf so ganz kleinen Dorfschulen. Das ist nochmal was ganz anderes als später im Ref in Hamburg. Und das Fachpraktikum war dann im Master und zwar im vorletzten Semester. Und da habe ich schon gemerkt, naja, so richtig ist es nicht meins, aber da war ich im vorletzten Semester, da hört man nicht mehr auf. Da Ja, macht man das zu das, Ende. dann zieht man das irgendwie durch, ja. Aber das, ich Und glaube, das Problem haben da echt viele. ja, das ist immer dieser Praxisschock, von dem dann Ja, gesprochen und wird. dann finde was Und das, anderes. ja, das ist gar nicht so einfach. Also ich habe Ja. ja dann auch noch so kreative Sachen studiert, also Deutsch und Kunst. So hätte ich Mathe und Chemie oder Physik studiert, dann hätte ich bestimmt schneller Arbeit gefunden. Aber so Germanisten Ja, werden gibt es nicht zu so viel. gesucht. Und Nee, Leute, die dann noch dazu Lehramt studiert haben, die sind ja sowieso keine richtigen Germanisten, die will man erst recht nicht haben. So. Und das ist echt schwierig, dann was zu finden. Und ich habe dann am Anfang in allen möglichen Bereichen geguckt, dann kam Corona dazwischen. Also ich war natürlich so schlau, wusste ich ja alles nicht, ne? Aber Dezember 2019 gekündigt, Februar 2020 Corona. So, da war erstmal nichts mit irgendwie Arbeit finden, weil irgendwie ging da alles drunter und drüber. Dann ist in dem Jahr ja mein Debüt erschienen. Dann habe ich gesagt, nee, ich fange jetzt nichts Neues an, ich konzentriere mich jetzt aufs Lektorat. Dann habe ich dann eine Auszeit genommen, dann habe ich weitergesucht, dann habe ich eine Weiterbildung bekommen, die mich überhaupt nicht weitergebracht hat. Und dann, oh je. ja, wie das immer so ist. Und dann bin ich bei Instagram über eine ja, Anzeige gestolpert, wo sie Leute gesucht haben für die Content Creation, also für eine Lern-App für Schüler und Studenten und wo man dann Texte schreibt, also so Erklärungen oder Zusammenfassungen zu bestimmten Themen, was weiß ich, rhetorische Stilmittel, Grammatik, Werkzusammenfassung, solche Sachen. Stimmt, das habe ich vorhin bei der Vorstellung gar nicht gesagt. Das mache ich nämlich eigentlich hauptberuflich. Also ich arbeite Ein hauptberuflich Brotjob. bei Als dieser Lern-App, Lernfrau. genau, mein Brotjob. Und da schreibe ich dann halt solche Texte und check die auch gegen und so. Das macht auch super viel Spaß. Da kann ich auch schreiben den ganzen Tag. Und was ich halt besonders gut daran fand, als ich das gefunden habe, dachte ich nur so, ja, passt, ich darf schreiben und mein Studium war nicht ganz umsonst. So, weil ich schreibe ja für Schüler und Studenten und kann so ein bisschen Wissen einbringen. Also ich hatte tatsächlich auch mal so ein paar Themen, wo ich dann gemerkt habe, ja, war gut, dass ich studiert habe. So, und das macht echt Spaß. Das mache ich halt jetzt hauptberuflich Schön. schon eine ganze Aber Weile. ist schon dein Ziel, dein Schreiben zu intensivieren und zu sagen, irgendwann würde ich schon von meinem Brotjob zu meinem Traumjob rüber wechseln? Ich unterstelle dir jetzt mal, dass dein Traumjob ist, wenn du
so schreibst, wie du postest. Sie hat nämlich verraten, Ja. um es zu erklären, warum ich das so formuliere. Sie hat nämlich jetzt, das ist ihr Debüt, als wären wir ich, was hier in der Mitte zwischen uns zu sehen ist. Das ist im Z-Wolf Verlag erschienen und hat aber gerade die Tage angegeben, dass sie angefangen hat, mit dem fünften finalen Band ihrer Fantasy-Reihe anzufangen zu schreiben. Also da ist ja jede Menge Stoff, der ja auch schon Ja, ich habe irgendwie fast fertig ist. Inzwischen, also außer dieser Fantasy-Reihe, die ja fast fertig ist, noch zwei andere Romane, die auch fertig sind. Nee, drei, aber der eine ist nicht gut. Okay. Also ich habe so ein paar Romane, die veröffentlicht werden können und einen halbfertigen noch und ganz viele Ideen. Also da ist schon einiges. Und ich schreibe halt einmal halt Urban Fantasy und ich schreibe halt Contemporary, also als wären wir ich, gehört halt in die Gesellschaftsliteratur. Aber magischer Realismus, auch da ist wieder die Fantastik im Spiel. Also so ganz ohne fantastische Elemente komme ich nicht aus. Funktioniert's nicht. Waren wir jetzt? Wie war die Frage? Ob du von deinem hoffst, von deinem Brotjob zu Ja. deinem Traumjob komplett wechseln zu können? Das war die ursprüngliche Frage, aber beantworte so gern in deinem Stil. Voll den Faden verloren. Ja, natürlich. Also klar, das wäre schon toll, aber ich bin so ein bisschen vom Optimisten zum Realisten mutiert, also teilweise zumindest, ne? Also ich bin schon eher optimistisch auch und nehme da auch, ja, habe da auch so meine Ziele, manchmal vielleicht auch zu große, aber ich weiß auch, dass das echt schwer ist und dass man da wirklich viel für tun muss. Also es geht halt nicht von heute auf morgen. Aber ja, wie man so sieht an meinen ganzen Projekten, die ich so habe, also ich bin da schon sehr fleißig am Vorbereiten. Man braucht halt einfach auch viel Übung. Und ja, man muss irgendwie gucken, wie kann man das immer so in seinen Alltag integrieren. Und wenn das dann wirklich mal so sein sollte, dass ich davon wirklich leben kann, dann wäre das schon toll, weil es ist halt so, jetzt muss ich meine Zeit halt aufteilen in Brotjob und in den anderen Job, in das Schreiben. Und ich mache es tatsächlich meistens so, dass ich morgens erstmal schreibe an meinen Sachen, weil ich da noch frisch bin und noch Ideen habe und gut drauf und so. Dann mache ich das und den Brotjob mache ich danach. Weil nach dem Brotjob bin ich müde und Ja. dann schaffe ich das nicht mehr zu schreiben. Deswegen arbeite ich auch zum Beispiel nur Teilzeit. Also es ist schon so, dass ich ganz bewusst nur, also auch noch aus anderen Gründen, aber ein Grund ist, dass ich nur Teilzeit arbeite, weil ich wirklich nebenbei weiter schreiben will. Und wenn man Vollzeit arbeitet, das habe ich auch schon gemacht, da schafft man kaum zu Da ist schreiben. man platt. Also ich bewundere Ja. immer die Leute, von denen ich auch weiß, dass die Vollzeitjobs haben und trotzdem drei Bücher im Jahr veröffentlichen, wo ich immer denke, wie kriegt denn ihr das gebacken? Also Ich weiß es auch nicht. Ich bewundere das auch total. schlafen die Ich bin. irgendwann? Essen die? Nein, das müssen die alles irgendwie ausfallen lassen, oder? Ja, ich habe das auch schon geschafft, aber ich schaffe es dann nicht dauerhaft. Also ich habe auch während des Referendariats mal in einem Monat 50.000 Wörter geschrieben. Für alle, die sich das nicht so vorstellen können, das sind so, ja, wie viele Seiten sind das so? 200. Das kommt auf den Buchsatz an. Also Normseite sind es schon 230 so rum. Ja, Ja, so um den also es ist Dreh. schon eine Menge, wenn man das so in einem Monat schreibt, so neben den ganzen anderen Stress, also neben Unterrichten und Seminarteilnahme und so. Aber das mache ich dann einen Monat und danach bin ich tot. So 2 Monate. Urlaub. Das, also auf Dauer könnte ich das nicht. Ja, aber wie bereitest du Deswegen. die Bücher vor? Also du hast jetzt einen Roman veröffentlicht. Übrigens, herzlichen Glückwunsch. Der Traum vieler Danke. Autorinnen und Autoren, dass das Debüt direkt auch in einem Verlag rauskommt. Ja. Und trotzdem hast du jetzt so viel in der Pipeline. Wie ist da deine Vorgehensweise? Du schickst sie jetzt nach und nach der Verarbeitung zu Verlagen oder sagst du, ich plane da einfach noch einen parallelen Weg als Hybridautorin? Ja, Ja, also wir kitzeln's raus, Leute. mein Debüt war ja eigentlich gar nicht als Veröffentlichung geplant. Das war, hat sich so ergeben. Kann ich gleich auch noch mal ein bisschen mehr zu Bitte, erzählen, unbedingt. wie
Genau, aber würde ich sagen, machen wir gleich, weil sonst komme Okay. ich wieder von der Frage ab. Also jetzt, das hat sich erst so in den letzten 2 Jahren ergeben, weil ich einfach auch mehr Zeit zum Schreiben hatte, dadurch, dass ich keinen Brotjob gefunden habe, konnte ich ja mehr schreiben, hat sich so eine gewisse Routine bei mir etabliert. Also ich habe schon so ein gewisses Vorgehen. Und ich habe vorher auch schon viel geschrieben, aber ich habe viel länger gebraucht, weil ich eine andere Art und Weise zu schreiben hatte und zu plotten. Und das hat sich geändert, als ich an meinem Debüt gearbeitet habe. Und seitdem arbeite ich anders und seitdem kann ich schneller arbeiten, tatsächlich. Und auch irgendwie freier. Kann ich auch gleich nochmal genauer erzählen. Ich wollte Und gerade jetzt ist es. sagen, werde nachhaken. Ja, können wir gleich machen. Auf jeden Fall, ich arbeite immer nur an einem Projekt. Normalerweise. An einem Projekt. Und das beende ich dann und dann überarbeite ich das. Und bevor ich das irgendwo hinschicke, und ich weiß, das machen auch viele Autoren anders, aber bei mir ist es so, ich muss erstmal das Gefühl haben, dass der Roman, so wie er jetzt ist, auch wirklich schon gut ist. Also, dass das schon hinhaut. Weil wenn ich dann, also ich mache es nicht wie viele andere Autoren und schreibe ein Exposé und habe nur eine Leseprobe und sage so, das wird jetzt mein Roman, veröffentlicht ihr den und schreibt den dann hinterher weiter. Weil, ja, ich will das erstmal fertig geschrieben haben. Manchmal fühlt sich so ein fertiger Roman dann auch nicht richtig an, wie der eine, wo ich gesagt habe, der ist nicht Der ist gut. noch nicht, ja. Ich nicht veröffentlichen. So. Und deswegen schreibe ich die immer erst zu Ende und überarbeite die so mindestens einmal oder lese sie zumindest und weiß dann, okay, das haut schon mal hin, da kann man mitarbeiten. Weil Verlage brauchen ja auch eine Weile, ehe sie antworten. Das kann Monate dauern und ehe dann ein Vertrag zustande kommt und wirklich dann eine Veröffentlichung kommt, das dauert auch noch mal ein paar Monate. Das heißt, eigentlich muss man sich als Autor da auch gar nicht so viel Stress machen. Also man kann dieses Buch schreiben oder vielleicht andere Autoren, die da ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben und sagen, ja, ist eine tolle Idee, ich schicke das schon so weg, ohne dass ich Text habe oder nicht viel. Dann auch das, weil es dauert, ehe ein Verlag antwortet, es dauert, ehe das dann wirklich veröffentlicht wird. Es geht auch bei einigen Verlagen vielleicht schneller, aber ich habe so die Erfahrung gemacht, das dauert 1 bis 3 Jahre, Braucht würde ich sagen. Geduld. Genau. Wer hat Also die das ist auch nicht? nichts, was ganz schnell passiert. Okay, deswegen Self-Publishing. Unter anderem, ja. Ja, also bei Verlagen braucht man Geduld. Und Verlage haben halt auch super viele Anfragen. Das heißt, man muss auch damit rechnen, dass man keine Antwort bekommt. Sogar in den allermeisten Fällen ist das so. Und ich habe zum Beispiel letztes Jahr mich parallel mit 2 Manuskripten beworben. Einmal mit einem auch Fantasy-Manuskript, was ich schon ganz lange fertig geschrieben habe, war eins mit der ersten. Da habe ich gar keine Rückmeldung. Die Katzen streiten sich. Da habe ich gar keine Rückmeldung von irgendwo bekommen. Und dann hatte ich mich parallel mit meinem nächsten Contemporary beworben, wieder beim Sedgwick Verlag. Und da ist jetzt gerade so die Entscheidungsphase, ob das veröffentlicht wird. Also das hat auch lange gedauert, bis ich jetzt erstmal an dem Punkt bin. Und wenn man zum Beispiel Verlage anschreibt und man bekommt keine Rückantwort, dann muss man natürlich nochmal sich irgendwo anders bewerben oder man macht gleich eine größere Auswahl. Das muss man dann halt entscheiden, wo man auch hin will, was auch passt. Und deswegen kann man halt gut, wenn man diese Manuskripte weggeschickt hat, schon am nächsten arbeiten. Also abwarten bringt dann nichts, ne, weil dann macht man ein Jahr nichts. Ja. Und in dem ein Jahr kann man dann ja das nächste schreiben. Und dann hat man halt auch mehr Auswahl. Ne? Wenn das dann mit einem nicht klappt, dann schickt man halt ein anderes Manuskript weg und vielleicht in 2 Jahren nochmal das Manuskript und dann nimmt es vielleicht jemand. So. Beantwortet das ungefähr die Frage? Die Frage war ja Hybrid. Ach so, ja, das war die zweite Frage. Ja, okay, also einmal war das Vorgehen, wie ich vorgehe. Ja, Hybrid auch. Die Idee, also im Self-Publishing zu veröffentlichen, kam während meiner ersten Veröffentlichung und auch danach, weil ich halt gemerkt habe, was es überhaupt bedeutet, in einem Verlag zu veröffentlichen. Das ist ja auch nicht immer alles so toll. Da hat man ja also auch Punkte, die einem vielleicht nicht so gefallen. Da werde ich jetzt auch gar nicht genau drauf eingehen. Die können ganz unterschiedlich sein. Aber ich hatte halt so ein, zwei Punkte, wo ich so dachte, oh mein Gott. Geht das nicht einfacher? Und ich habe dann gedacht, naja, vielleicht ist ja Self-Publishing auch ein Weg. Das war vorher für mich nie ein Gedanke gewesen. Das klingt doch erstmal merkwürdig, aber für mich war immer so, nö, ich Ja, das veröffentliche liegt auch lieber an im unserem Verlag. Jahrgang.
Yvonne, du Ja. darfst nicht vergessen, wie wir aufgewachsen sind. Und da waren die ersten Self-Publisher, also gerade an der Uni, weiß nicht, was du für Profs hattest. Gut, ich hatte ja auch noch Buchwissenschaft dazu, aber die haben also sehr, sehr kritischem Blick jedem erzählt, wir lesen hier richtige Bücher Ja, von echten genau. Autoren. Das prägt sich ein. Also das habe ich ganz Ja. lange auch nicht wirklich von mir schütteln können. Ja. Da sind die, die jetzt nachkommen, die 20-Jährigen und Anfang 30-Jährigen, die sind mit Self-Publishing ganz anders aufgewachsen als wir. Aber Ja, ich habe dich also, unterbrochen. nee, macht überhaupt nichts. Also, das ist ja ein Gespräch. Da darf man sich auch mal unterbrechen. Nee, da gebe ich dir vollkommen recht. Also, für mich war das eigentlich auch kein Thema. Also, selbst als es dann kam, war das, ich wusste zwar, es gibt Self-Publishing, aber es war einfach, ich hatte es einfach nicht auf dem Schirm. Und das kam dann vor allem dadurch, dass ich halt gemerkt habe, okay, wenn du im Verlag veröffentlichst, musst du das ganze Marketing quasi alleine machen. Also, fast. Ja, Verlage machen schon was, aber Verlage machen auch nicht viel. Und wenn man auf sein Buch aufmerksam machen will, dann muss man verdammt hart arbeiten und dann muss man Marketing machen. Und wenn man dann keine Ahnung davon hat, wie ich, dann ist das manchmal ziemlich frustrierend. Und als ich dann gemerkt habe, okay, Marketing mache ich selbst, Cover könnte ich auch noch selbst machen oder ich gebe das an jemanden ab, der das gut kann. Ich könnte selbst über meine Zeit bestimmen. Und dann habe ich so gedacht, ich versuche es einfach mal. Und ich bin an dieses Projekt, was ich jetzt schreibe, diese 5 Bände, das war von Anfang an geplant als Self-Publishing-Projekt. Es war kleiner geplant. Die Bände sollten viel dünner sein, als sie jetzt sind. Kreiner. Aber es war dann halt Fantasy. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, dann sich da kurz zu halten. Also mein erstes Buch, also das Debüt, hatte in seiner ursprünglichen Fassung über 700 Seiten. Und da habe ich dann vor der Veröffentlichung 200 Seiten gekürzt. Nur mal so am Rande. Das Also ich als neige wären dazu. wir ich. Ja, genau. Ich neige dazu, umfangreich zu schreiben. Inzwischen geht das. Inzwischen kann ich mich da so ein bisschen kürzer fassen. Aber es hängt halt auch immer von der Geschichte ab. Ja. Ja, auf jeden Fall, Self-Publishing ist noch nicht so lange Thema für mich, aber ich will es unbedingt ausprobieren und ich werde es auch machen. Also ich habe da auch schon ganz viel gelesen. Ich habe den Self-Publisher hier, eine Zeitschrift, die ich abonniert habe. Ich lese im Internet ganz viel. Ich gucke auch bei Instagram immer mal wieder, was ist denn da so los? Und versuche auch Bücher von Self-Publishern zu lesen. Wobei ich immer noch so das Gefühl habe, da ist sehr viel und ich finde immer nicht das, was mir dann wirklich gefällt. Also es gibt so ein paar, die fand ich richtig gut, aber es gibt auch immer wieder Bücher, wo ich so denke, oh. Aber das ist ja bei Verlagsbüchern noch nicht anders. Da gefällt einem ja auch Jetzt nicht alles. inhaltlich oder meinst du, wenn du es hier als Gesamtkunstwerk, nenne ich es jetzt einfach mal, anguckst, von Ja. Cover, Buchsatz? Ja, und tatsächlich auch handwerklich. Ja. Also wie es geschrieben ist, da sind wirklich so Sachen dabei, wo ich so denke, ah, da könnte man doch noch mal ein richtig, richtig tolles Lektorat drüber schicken. So, also das merke ich schon. Das, ja, ich bin da vielleicht auch sehr kritisch, weiß ich nicht, aber Nee, alles sollte ja. auch so sein. Also, wie willst du dich weiterentwickeln, wenn du sagst, so kleinere Hürde? Nimm immer die kleinere Ja. Hürde. Nee, alles gut. Aber wenn du jetzt gerade beim Thema Handwerk bist, möchte ich doch nochmal auf die Frage zurückkommen. Du hast vorhin erzählt, dass du früher anders gearbeitet hast, vorm Debüt als nach dem Debüt. Was sind da die Unterschiede? Wie hast du dich da weiterentwickelt und warum bist du da neue Wege gegangen? Also ich habe ja ganz am Anfang schon mal erzählt, dass ich mit der Schneeflockenmethode angefangen habe. Und die Schneeflockenmethode ist eine sehr detaillierte, kleinschrittige Art und Weise zu plotten. Und ich bin dann immer mehr davon abgekommen, bin dann zum Dreiaktmodell und so gegangen. Also das ist halt, ich weiß immer nicht, wie viel ich erklären soll, weil hier vielleicht auch Leute sitzen, die damit nichts anfangen können. Ganz Aber ehrlich, die müssen dann nachfragen. Punkt. okay, gut, Dafür dann haben lasse sie ich ja das hier die einfach mal. Chatfunktion. Also dann habe ich halt ganz viel mit dem Dreiakter gearbeitet. Ich habe ganz viel mit Kollegen zusammengearbeitet, aus einem Autorenforum, mit denen ich auch immer noch Kontakt habe. Und wir haben das gemeinsam weiterentwickelt und haben ganz viel über solche Themen gesprochen. Und ich war die ganze Zeit jemand, der immer ganz viel geplottet hat.
Das heißt, ich habe mir wirklich jedes Detail von der Geschichte überlegt, nicht nur Weltenbau, sondern auch Figuren ordentlich geplant und die Kapitel und wann passiert was und teilweise bis in jede Szene. Also ich habe dann Tabellen gehabt, wo ich dann jede Szene aufgeschlüsselt habe und reingeschrieben habe, was da passiert. Meine Plotarbeit hat richtig lange gedauert. Und wenn ich dann geschrieben habe, dann konnte ich irgendwann nicht mehr schreiben. Also ich hatte dann immer so das Gefühl, so bis zur Hälfte ging das meistens und dann konnte ich irgendwie nicht weiterschreiben, dann hing ich fest, dann habe ich keine Lust mehr gehabt und ich habe einfach super lange gebraucht, um so ein Buch zu Ende zu schreiben. Also ein Beispiel, das eine Manuskript, mit dem ich mich letztes Jahr beworben habe, was ich gesagt habe, das Fantasy-Manuskript, da habe ich 4 Jahre dran geschrieben. Also mit Unterbrechungen. Ja. Aber weil ich immer hängen geblieben bin und nicht weitergekommen bin. Und ich wusste mal nicht, woran das liegt. Ich habe dann immer meinen Plot angeguckt und habe dann gedacht, ist doch alles richtig, was ich da mache. Und bei der Geschichte von Anna, also als Ehren wie ich, mein Debüt, das habe ich geschrieben, als ich gerade an meiner Masterarbeit geschrieben habe. Und ich wollte einfach neben der Masterarbeit irgendwas zum Spaß schreiben. So ein Spaßprojekt. Und dann habe ich mir was überlegt, wo ich so dachte, werde ich nie veröffentlichen, mach ich jetzt mal. Und dann habe ich angefangen zu schreiben mit einem ganz groben Plot. Also ich wusste ungefähr so, was für eine Art von Geschichte das sein sollte. Ich habe viel über die Hauptfigur gewusst, weil ich bin dann immer so, ich habe eine Idee für eine Geschichte oder ein Thema zum Beispiel und überlege dann, okay, welche Art von Figur passt denn da? Wer kann denn diese Geschichte überhaupt erzählen? Und so bin ich dann zu Anna gekommen. Und dann befruchtet sich das immer so ein bisschen gegenseitig und es wurde immer detaillierter und komplexer. Und irgendwann so in der, ja, spätestens in der Mitte der Geschichte habe ich dann gemerkt, das ist eigentlich zu gut, das kann ich nicht so liegen lassen. Und das hatte auch vorher nie so gut funktioniert mit dem Schreiben. Dadurch, dass ich so wenig geplottet hatte, also wirklich nur so Hauptpunkte und meine Figur und ich wusste das Thema und ich wusste so was dabei rumkommen sollte. Also ich habe ja in meiner Masterarbeit zum Thema Spannung geforscht, also literarische Spannung, wie sie entsteht und wie sie wirkt und habe da ganz viel geguckt, wie baut man Spannung eigentlich im Text auf. Und das hatte ganz viel Einfluss auf dieses Buch. Ja, Und dadurch war habe ich wohl. einfach gemerkt, ja, das war quasi meine zweite Masterarbeit fast. Das Buch war übrigens schneller geschrieben als die Masterarbeit. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist zu schade. Das kann ich nicht so liegen lassen. Und dann habe ich halt ein bisschen geguckt. Dann war ich erstmal ratlos, weil ich nicht wusste, was ist denn das jetzt für ein Genre? Das ist kein Fantasy, ist kein Thriller, es ist kein Krimi, es ist kein Science Fiction. Was ist das eigentlich? Bis mir Okay. dann irgendwer gesagt hat, okay, das ist Gegenwartsliteratur. Habe ich gedacht, okay. Und dann war das so Sprechthema. gewesen. Ja, wenn man so in einem bestimmten Genre immer schreibt und ich habe wirklich so einfach mal was anderes machen wollen und zum Spaß. Und es hat super gut funktioniert. Also ich habe 5 Monate gebraucht, im Gegensatz zu vorher 4 Jahre. Ja. Das ist ein Riesensprung gewesen und Also. das parallel zur Masterarbeit und Studium und so. Ja gut, Studium, nee, ich habe nicht. Da habe ich nicht mehr studiert, da habe ich nur noch Masterarbeit geschrieben, aber trotzdem. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, dann gucke ich einfach mal. Ach nee, stimmt nicht. Ich habe mich dann in einer Gruppe informiert, welches Genre das ist. Und dann hat mich da eine Lektorin vom Sedwulf Verlag entdeckt. Okay. Und die hat mich dann angeschrieben und hat geschrieben, ja, das klingt super spannend. Das klingt so, als würde das bei uns in den Verlag passen. Schick mir doch mal Brisant. Manuskript. Also schick mir doch mal Exposé und Leseprobe. Und ich war ja noch nicht fertig. Also ich hatte noch so ein Drittel oder sowas hatte ich noch zu schreiben. Ich sage, ja, ich bin noch nicht fertig. Weißt du, schreibt einen jemand an und will das haben. Was sag ich? Bin noch Bin aber nicht noch nicht fertig, fertig. müsste warten. Ja, habe ich gesagt. Vielleicht nächstes Jahr im Februar. Das war, glaube ich, im Oktober oder so. Ist zwar ein Sechser im Lotto, dass mich im Forum ein Lektor von einem Verlag entdeckt und mein Zeug haben will, aber der muss warten. Das ist Naja, ich habe ja vorhin genial. schon gesagt, ich musste es erstmal fertig schreiben. Schlimm, ne? Aber Das hoffentlich ist sind da jetzt total keine lustig. Autoren, die jetzt sagen, oh mein Gott, wie kannst du nur? Nein, also das war einfach so, ich habe so gedacht, ich bin da noch gar nicht fertig, ich muss es doch erstmal fertig schreiben. Ja, und das Geniale war, ich habe es dann auch wirklich geschafft bis Februar und habe das dann geschickt und die fand das sofort gut. Gesagt, ja, das gebe ich jetzt mal an meinen Chef weiter. Und dann 2, 3 Monate später oder sowas, vielleicht waren es auch 4, kriegte ich dann eine E-Mail, ja, und schick mal das ganze Manuskript und Solltest du ja, jetzt dann fertig kam. sein?
Dazwischen hatte ich es dann schon ein paar Mal überarbeitet, ne? Also so 4, 5 Mal oder so. Und ja, dann hatte ich einen Vertrag. Also ich habe mich tatsächlich mit meinem ersten Buch, das nicht für eine Veröffentlichung gedacht war, das ich zum Spaß neben meiner Masterarbeit geschrieben habe, habe ich dann Wo ich nur so. das Genre gesucht habe. Keine Ahnung von Zielgruppe, aber ist genial. Ja, das war halt, wie gesagt, wenn man sagt, ich schreibe jetzt einfach was so zum Spaß und ich will das gar nicht veröffentlichen, denkt man über solche Sachen auch gar nicht nach. Das war halt so, ja. Und als ich dann angefangen habe, drüber nachzudenken, kam halt die Lektorin auf mich zu. Der absolute Wahnsinn. Also es ist ja eine Mega-Story. Ja, ich finde die auch cool. Ich denke auch jedes Mal, ey, was habe ich eigentlich für ein Glück gehabt? Wenn Ja. ich so höre, wie oft andere Autoren bei Verlagen abgelehnt werden und wie oft sie das versuchen müssen. Manchmal traue ich mich gar nicht, das zu erzählen, aber ich habe es jetzt hier trotzdem mal erzählt, weil das einfach so Ja, eine. das sind ja aber auch die schönen Geschichten, die dazugehören, ja. Yvonne, das ist nicht manchmal so, das ist ganz, ganz selten so. Deswegen lache ich gerade so. Ja, genau. Ja, und Und jetzt so bist du am kam das. Grobplot und sagst, die 4 Jahre da ganz nett mit meinem Schneeflöckchen, aber ich würde gern in kürzerer Zeit mehr produzieren, weil dauert ja alles so Darum lang. ging es gar nicht. Das ist ein positiver Nebeneffekt. Okay. Aber was ich halt gemerkt habe, ist, wenn ich nicht so viel plotte, bin ich freier beim Schreiben. Also kreativer beim Schreiben. Also vorher war mein Schreibprozess so, ich hatte meinen Plan, habe da drauf geguckt, habe gesagt, okay, die Szene kommt jetzt und die habe ich dann geschrieben. Jetzt bin ich so, und dann sage ich, okay, das ist so der erste Wendepunkt, da ist der Mittelpunkt, da muss ich hin, die und die Themen sind da drin, das und das ist vorher passiert und dann fange ich an zu schreiben. Und dann ist es meistens so, dass die Figuren, also die Figuren die Richtung vorgeben. Ich musste jetzt gerade so ein bisschen schmunzeln, weil du hattest ja mal mit Caro drüber gesprochen, wo sie sagte, wie können denn die Figuren auf einmal einen eigenen Kopf haben? Ich kenne das auch. Super, ich wusste, dass ich nicht allein geistesgestört bin. Und ja, während des Schreibens kommen dann die Ideen Ja. und während des Schreibens entwickelt sich die Geschichte und das war halt vorher ganz anders. Und deswegen macht das Schreiben noch mehr Spaß einfach und ich bin viel freier. Natürlich muss ich hier und da mal was streichen und das Überarbeiten dauert länger, aber der Schreibprozess geht schneller und macht mehr Spaß. Ja. Und dadurch ist halt dieser positive Nebeneffekt, ich schaffe mehr. Ja. Ich schreibe halt nicht mehr Jahre an so einem Buch, sondern Monate oder Wochen. Das heißt aber, du hast schon vor mit deinen Manuskripten und du hast ja gesagt, dass du mehr als jetzt nur dein Fantasy-Epos, muss ich ja bei 5 Bänden schon sagen, was du gerne als Self-Publisher rausbringen möchtest, dass du die anderen dann schon nach der Überarbeitung an Verlage geben möchtest. Oder sagst du, Ja, ich also ich denke. probiere Self-Publishing aus und überlege komplett zu wechseln aus den Gründen, die mich bei meiner Ersterfahrung so ein bisschen gekekst haben. Soweit bin ich noch nicht. Ich weiß ja Okay. noch nicht, wie Self-Publishing dann tatsächlich für mich ist und ob ich wirklich sage, gefällt mir besser oder ich komme viel besser damit klar oder ob ich einfach beide Wege gehe. Also vor 2 Tagen zum Beispiel habe ich eine Ausschreibung gesehen vom Piper Verlag, auch was für Urban Die Fantasy. Und dann große dachte ich so, ja. XXL-Channel. Ja, genau. Da dachte ich so, oh, das passt ja eigentlich echt gut. Also diesmal passt es tatsächlich. Meistens passen diese Ausschreibungen nicht auf mich. Und da habe ich direkt eine Idee gehabt. Und das ist auch wieder eine Geschichte, die auch in demselben Universum angesiedelt ist wie meine Fantasy-Reihe. Und zu der habe ich übrigens schon einen anderen Roman, der aber zu einer anderen Zeit spielt. Und es sind noch mehr geplant. Also ich habe auch schon eine Reihe nach dieser Reihe geplant, in Okay, derselben. ja. So. Also da ist viel da. Ich habe halt auch eine Riesenwelt gebaut, da hat man dann auch ein bisschen Stoff zu erzählen. Ja, und jetzt bin ich gerade dabei, parallel zu meinem 5. Band, den ich schreibe, halt für diese Challenge zu plotten und dann vielleicht eine Leseprobe noch bis Ende Juni einzuhämmern. Aber das magst du doch gar nicht. Was? Deine Leseproben rausgeben, bevor das Buch fertig ist. Ja, jetzt muss ich ja. Ich werde nicht schaffen, bis Ende Juni einen kompletten Roman zu schreiben. Nee, das wirst du nicht schaffen, aber Ich nochmal versuch's einfach zurückspulen. mal. Nein, nein, ich weiß, was ich gesagt habe. Ja.
Aber ja, ich dachte, ich versuche das mal. Ja, aber das könnte deiner Planung ziemlich ins Gehege kommen. Stell dir mal vor, die melden sich und sagen, finden wir total geil. Und dann sagen sie, übrigens, wir haben da gegoogelt und sie waren beim Autorensekko da bei der Frau Steuerwald. Und da haben sie erzählt, da gibt es noch fünf Bände und ein Sequel und ein Prequel. Die hätten wir gern alle. Das war's dann mit dem Self-Publishing, liebe Yvonne. Du hast Oh, jetzt die das wäre Chance, ganz Piper schön. zu sagen, dann ja. Ja, das ist ehrlich gesagt eine ganz schöne Zwickmühle. Was würde man da machen? Also, das ist jetzt auch mal so ein Gedankenexperiment, ne? Wenn sowas, also ich gehe mal da, also das wird nicht passieren. Nö. Meldet Zweimal so sich auch großes keine Glück werde ich Lektorin. Ich nicht war da haben. nicht. Aber sagen wir mal, das wäre wirklich so, dass dann ein Verlag kommt und sagt, naja, wir möchten aber ne, so das mit dir veröffentlichen, nicht Self-Publishing. Ja, was würde man dann machen, ne? Also geht man dann zum Verlag? Da ist dann halt auch die Frage, da kenne ich mich halt noch nicht so gut aus, welche Vorteile hat man auf der einen und auf der anderen Seite? Also ich habe ja Self-Publishing noch nicht ausprobiert. Was funktioniert besser für einen? Also ich weiß es nicht. Ich weiß, es gibt ja Autoren, die beides machen, die über Verlage und als Self-Publisher veröffentlichen. Gedankenspiel. Ich glaube, in deiner Situation schon veröffentlicht bei einem Verlag, so viel Zeug zu Hause liegen und du weißt, was dir nicht gefallen hat beim ersten Mal und was dich am Self-Publishing reizt. Ich würde, glaube ich, eine Agentur anrufen und würde sagen, Leute, habe hier gerade dieses Dilemma. Die wollen alle meine Bände haben. Wollen wir uns die Kohle teilen und ihr handelt da Sachen raus, auf die ich gar nicht käme? Ich glaube, Die das werden wäre mich mein bestimmt Weg. nicht, die werden mich bestimmt nicht ernst nehmen. Die werden sagen, nein, sowas Quatsch, das passiert doch nicht. doch, natürlich. Ja, das ist eigentlich eine coole Idee. Also Yvonne fragt, ob man nicht zweigleisig fahren kann. Doch du kannst natürlich, das nennt man ja Hybrid-Autorin, Autorin. Man kann tatsächlich bei einem Verlag veröffentlichen und man kann auch Self-Publishing betreiben. Das Problem ist bei einer Reihe, ja. Also wenn ich ein Verlag wäre, ich gehe jetzt mal davon aus, ich wäre Verleger, mache einen Wettbewerb und dann kommt da so eine coole Geschichte und ich kriege noch mit, von dieser Welt gibt es halt ganz viel. Dann will ich die komplett haben, ja, wenn ich davon überzeugt bin und wenn die mir mega gut gefällt. Weil Fantasy-Leser, die gehören ja zu diesem wunderbaren Volk, der, wenn, dann muss ich alles lesen. Ja, also wenn das erste Buch reinhaut, dann wollen die alles haben. Die wollen in diese Welten eintauchen. Und deswegen würde ich mir als Verleger diese Chance nicht entgehen lassen wollen. Wenn allerdings ein Sequel, Prequel auf meinem Tisch landet und es ist schon was veröffentlicht mit Self-Publishing, würde ich die Finger davon lassen. Weil die Leser kriege ich nicht unbedingt zu mir rübergezogen. Ja, und es ist immer schwierig, wenn ein Buch, ein Roman sehr gut läuft im Self-Publishing, das nochmal rauszubringen. Also die Möglichkeit besteht ja. Ich glaube, bei Mara Wolf war es, dass da ihre. Welche war es? Also auf jeden Fall hatte die eine Reihe und die wurde 1:1 von BOD übernommen zum Ich glaube, Verlag. Die eins hieß noch Bookless oder so, ne? das war War es das nicht. Bookless? Es war eine von den Trilogien, die sie geschrieben hat. Die wurde komplett übernommen. Das ist halt eine Überlegung, weil die es schon gekauft haben, die kaufen es nicht nochmal, nur weil es einen neuen Umschlag irgendwie so hat. Ja, da sind einfach sehr viele Fragezeichen, wie was eventuell läuft. Und das Marketing ist auch ganz oft nochmal anders gestrickt, weil du eine Reihe als Verlag, also gerade eine Fantasy-Reihe, komplett anders aufziehst, als wenn du jetzt einen Einzeltitel hast. Ja, wobei man natürlich auch sehen muss, also wenn, spinnen wir das mal weiter, ne? Ich würde jetzt sagen, ja, so nach den Argumenten, die du gebracht hast, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich an den Verlag gehe, weil ich habe ja definitiv noch mehr vor. Und wenn ich dann Einzelbände aus dieser Welt veröffentlichen will, wird es vielleicht schwierig. Und ich würde mich jetzt an den Verlag wenden, dann ist es aber gar nicht so einfach, dort eine Reihe an den Mann zu bringen. Verlage sind da, glaube ich, immer ein bisschen vorsichtiger, gerade wenn man noch nicht viel veröffentlicht hat. Und sie noch nicht so genau wissen, ne?
Also das habe ich mir zumindest sagen lassen. Also zum Beispiel bei der Challenge jetzt, wo ich ja dran teilnehmen will, da habe ich dann halt auch gleich gefragt. Ich bin in dieser Facebook-Gruppe drin und da habe ich da gefragt, ja, hier, wie sieht es denn aus? Kann das denn auch der erste Band von einer Reihe sein? Weil ich dann gleich dachte, oh, da könnte ich ja noch an das noch schreiben und das und dies noch. Also gleich ganz viele Ideen gehabt. Und dann schrieb sie halt auch, ja, prinzipiell ist das natürlich immer möglich, aber man muss natürlich gucken, dass die Verlage vielleicht nicht so unbedingt gleich nach Reihe haben wollen. Das kommt auf den Verlag an. Also es gibt auch immer mehr, die reinsuchen. Also vor allen Dingen, wenn schon so viel fertig geschrieben ist, wie du hast. Also ich glaube, es ist tatsächlich ein Unterschied. Möchte einer eine Reihe schreiben, schreibt sein erstes Buch und weiß noch gar nicht, hat er überhaupt die Luft, die Ausdauer dafür. Und dann stehst du da mit Band 1, mit einem Cliffhanger, wenn du doch Pech hast, und wartest, wie bei berühmten Autoren, deren Namen ich nicht nenne und alle schon seit 20 Jahren auf den nächsten Band warten. Ja, also das kann ich mir als Verlag natürlich nicht erlauben. Ja, wenn du da natürlich eine Fernsehserie und anderes hinten dran hast, sieht die Welt ein bisschen anders aus, dann kann man sich solche Extravaganzen erlauben, aber wir natürlich in unserer Situation nicht. Ja, aber du hast ja schon vier Bände fertig. Du schreibst am 5. Du hast Sequel, also ich nenne es jetzt einfach mal Sequel und Prequel, du kannst es einordnen, wo du es gerne eingeordnet hättest, ja. Und was du jetzt plottest, ist ja auch schon wieder ein eigenständiges aus dieser Welt. Das ist, also das ist natürlich eine große Win-Win-Situation, weil es ist geschrieben. Das ist was anderes, wenn jemand eine Reihe anfängt und man nicht weiß, was kommt. Kommt überhaupt was? Ich glaube, das ist der große Unterschied und der große Knackpunkt für die Verlage. Ein Debütant würde ich keinen ersten Band nehmen. Das Risiko ist so. Also letzten Endes ist ja, ein Verlag kommt ja von Vorlegen. Das bedeutet, die kommen für alle Kosten auf. Ja. Lektorat, Korrektorat, Buchsatz, Cover und noch und frag nicht und tralala und Miete, die haben ja alle ihre Räume. Und das bedeutet, die müssen was erwirtschaften, um sich das leisten zu können, ja, Autoren zu nehmen. Und dann gibt es ja auch, die Großen arbeiten ja auch noch mit Vorschuss. Ja, die Kleinen ja nicht, aber die Großen geben ja auch noch Vorschuss. Und da holen die sich nur Sachen rein, von denen sie überzeugt sind, dass sie damit auch Gewinne einfahren können. Also die müssen von dir als Autorin, von deinen Texten komplett überzeugt sein. Und sie müssen gerade bei einer Reihe sehen können, ist das eine langfristige Investition, sag mal, so viel habe ich noch gar nicht getrunken, die sich wirklich auch lohnt. Ja, und da hast du natürlich ganz andere Karten. So, das war jetzt mein Wort zum Sonntag. Und ja, zweigleisig ist doppelte Arbeit, absolut. Wobei, du irgendwann dazu eh übergehen musst, gerade wenn du mit Imprints und kleinen Verlagen zusammenarbeitest, dass du, genau, wo wir gerade beim Thema Trinken sind, dass du dich selbst als Marke etablierst. Und dadurch wird es nicht eine doppelte Arbeit, sondern es ist im Grunde eine, meine Neuerscheinung, meine alten Romane, aber ich stehe im Mittelpunkt zwischen allem. Ja, Cem, auch für dich. Naja, eine andere Möglichkeit, was ich halt schon öfter überlegt habe, war, dass ich auf jeden Fall meine Contemporary-Romane weiter versuche, über Verlage zu veröffentlichen und einfach Fantasy im Self-Publishing. Dann dürfte ich natürlich jetzt nicht an der Ausschreibung teilnehmen. Oder ich müsste dann sagen, ja, ich habe sie zwar gewonnen, aber eigentlich will ich gar nicht. Das wär's doch, oder? Du musst, also solche Sachen müsstest du auch raushauen, weil, also wenn wir beim Thema Markenaufbau sind, also ich mache alles, aber nichts, was andere machen würden. Keine Ahnung. Es ist tiefer kommen. Wir hätten gerne. Ach, ich habe mir's überlegt. Nö. Vielleicht habt ihr ja einen anderen, der es will. Das würde echt niemand bringen, also wirklich niemand. Also wenn man das Glück hat, dann vor allem auch bei so einer Ausschreibung zu gewinnen, dann man hat da ja auch richtig viel Konkurrenz, ne? Das ist ja nicht Die irgendwie, dass wird da immer zwei Leute größer. teilnehmen. Ja, die wird immer größer. Ja, also da, wenn man da wirklich reinkommt, also also wer dann sagt, nö, mache ich jetzt doch nicht, das ist schon nein. Nein.
Ja, kommt halt immer drauf an, um was es geht. Und wie gesagt, die Bedingungen müssen halt stimmen, weil was natürlich sehr, sehr schade ist, bei Pieper weiß man ja, dass da schon vieles sehr, sehr gut läuft, dass da die Bedingungen ein bisschen anders sind. Aber ich kenne durchaus Autoren, KollegInnen, die gesagt haben, nee, also ich hatte schon viel bessere Bedingungen, nur um des Veröffentlichungs willen beim Verlag werde ich diesen Vertrag nicht unterschreiben. Dann lieber als Self-Publisher. Haben gewartet und haben es dann woanders untergebracht. Also das gibt es auch, ja. Aber da Ja, muss habe man ich. sich natürlich auskennen, ja, um zu wissen, was sind gute Bedingungen, was sind vielleicht komische Bedingungen, ja. Ja, da braucht man Erfahrung oder Ja. man braucht jemanden, der sich auskennt. Also mir fällt eine Autorin ein, der ich auf Instagram folge, die da halt auch schon häufiger mal drüber geschrieben hat, wie sehen eigentlich Verlagsverträge aus, worauf muss man achten? Ja. Und die unter anderem auch einen Verlagsvertrag dann abgelehnt hat, weil der halt einfach nicht gut war. Und das dann im Self-Publishing veröffentlicht hat. Vielleicht meinen wir sogar dieselbe. Und die zum Beispiel auch darüber redet, was verdient man eigentlich an so einem Buch? Also die ist da ziemlich offen, auch in der Hinsicht. Das ist ja auch immer so, dass viele ja gar nicht wissen, wie viel beziehungsweise wie wenig man eigentlich an so einem Buch verdient, ne? Ach Und so, ja, du hast ja jetzt ein Debüt beim Verlag, also die Finca auf Mallorca hast du schon bestellt, oder? ja, aber mindestens. Mindestens. Ja, das stimmt. Also ich glaube, da sind noch viele, viele, keine Ahnung, Traumvorstellungen. Aber man liest auch, wenn ein Autor in einem Buch ist und dann arbeitet er gar nichts mehr, schlürft seine Cocktails und schreibt so nebenbei irgendwie ein Buch. Da Ja. sind noch viele romantische Vorstellungen, was den Job angeht. Und letzten Endes, meine Lieben, und ich glaube, da gibst du mir recht, letzten Endes ist es halt auch ein Job. Also einer, der natürlich Spaß macht. Man entscheidet sich ja bewusst dafür, gerade weil man das nicht bei uns leider in Deutschland studieren kann. Also richtig studieren kann, dass man danach ausgebildeter Schriftsteller ist. Schön wär's. Von daher ist es für viele schon eine Herzensangelegenheit und es ist eine Passion. Aber bei allem, es ist Arbeit. Ja, das ist Ja, das ist auch das, was ich immer sage. Ich habe, schlecht es bezahlte gibt, Arbeit. ja, also gestern habe ich den oder heute kam dann jemand und sagte, naja, es ist ehrenamtliche Arbeit, könnte man auch fast schon sagen. Nein, also was ich höre halt auch immer mal wieder von einigen Leuten so, ja, es ist ja gar keine Arbeit, weil diese Leute das dann am Geld festmachen und sagen, ja, du kriegst ja kein Geld dafür oder beziehungsweise das ist so wenig. Da kann man ja nicht von leben. Ja, das stimmt. Aber es ist ja trotzdem Arbeit, weil das, also ich unterscheide das dadurch vom Hobby, weil ein Hobby mache ich einfach nur rein zum Vergnügen, einfach nur für mich, so privat. Ja. Und wenn ich arbeite, dann ist das nicht einfach nur Vergnügen. Natürlich kann das Spaß machen. Das ist toll, wenn es Spaß macht. Aber es ist mit einem Ziel, und zwar mit dem Ziel zu veröffentlichen und damit irgendwann Geld zu verdienen. Deswegen ist es Arbeit. Und das ist halt manchmal so, dass man dann in Vorleistung gehen muss, sage ich jetzt einfach mal. Also ich muss ganz viel vorarbeiten, ganz viel Arbeit leisten, bevor ich was zurückbekomme. Und das muss man halt auch als Autor wissen. Aber es ist auch wichtig, dass andere Menschen, die dann mit einem diese Diskussion lostreten, ob das jetzt Arbeit ist oder nicht, sich das auch bewusst machen. Das ist Arbeit und zwar einfach, weil es sich grundlegend vom Hobby dadurch unterscheidet, dass ich das mit dem Ziel mache, zu veröffentlichen und damit Geld zu verdienen. So. Ja, es gibt aber natürlich, ich sage immer, weißt du, da sind wir die Geisteswissenschaftler, du und ich. Wir gehen da anders ran. Ja, doch, ich habe einen BWLer als meine bessere Hälfte. Von daher, die Diskussion hatten wir schon. Und da fängt Arbeit, also bezahlte Arbeit, ja, weil Arbeit ist ja im Grund Haushalt, Kindererziehung. Frag mal, wie viel Ja. da kommen, ja. Das ist ja auch alles Arbeit per se. Also du tust was, um irgendwas dafür zu kriegen. Lob, Anerkennung, gut erzogene Kinder, whatever. Und deswegen fängt sowas als Job für ihn ganz oft dann an, wenn du regelmäßiges Einkommen damit generierst. Und da fängt es ja schon wieder an, schwer zu sein. Also natürlich kannst du dich ab dem ersten Wort Autor nennen. Ist ja kein geschützter Beruf. Du schreibst. Aber wie du sagst, an einem Buch hast du 4 Jahre gebraucht. Was bist denn in der Zeit? Du verdienst kein Geld.
Du musst es aber irgendwie schreiben. Das ist schon eine ganz schwierige Basis, die wir da ganz oft in Gesprächen haben. Ja? Wenn alle so die Ärzte und ja, der und jenes und dann schreibst seit 4 Jahren ein Ja, Buch. Hab noch nichts veröffentlicht. Also in der ja. Situation warst du ja. Ja, war ich ja auch vor allem sehr lange, ne? Also ich habe ja erst nach 12 Jahren mein erstes Buch veröffentlicht. Ja. Das, ja, aber meine bessere Hälfte ist Informatiker, der denkt da ähnlich. Er ist auch hier sehr fleißig. Er und Adrian, die sind da so mit am Unterhalten. Ab und zu gucke ich, ob ich was einwerfen muss. So ein, zwei Witze lese ich gar nicht vor, schon kämen wir komplett aus dem Trott hier. Ich habe ihn schon gefragt, ob er auch Sekko drüben hat. Also ich habe noch eine zweite Flasche, die kann ich mir rüberschieben. Ja, falls seine leer ist, genau. Also er meint, die habe ich schon gelesen, kann natürlich auch ein Risiko sein. Wenn Frau in verschiedenen Genres schreibt, tatsächlich würde ich wenn die sehr unterschiedlich sind, glaube ich, würde ich mit offenem Pseudonym arbeiten. Also nicht mit geschlossenem, weil dann hast du ja wieder das Problem, dass du mehrere Marken, letzten Endes funktioniert es ja genau gleich, dass du mehrere aufbauen musst, ja, mehrere Instagram-Accounts, Homepages und wie auch immer. Aber mit einem offenen Pseudonym kannst du das alles super miteinander verknüpfen. Und dann wissen die Leute, ey, das ist die Yvonne, die da hinten dran steht, selbst wenn da Sarah, was weiß ich, wo steht. Aber ich kenne ihren Schreibstil und ich weiß, dass das gut geschrieben ist. Also Ja. da tatsächlich bei solchen Sachen, wenn du jetzt noch Krimi schreiben würdest, da würde ich tatsächlich mit offenem Pseudonym arbeiten. Machen viele. Also ich habe das auch schon ein paar Mal überlegt. Ich habe ja schon gesagt, ich schreibe halt Fantasy und ich schreibe Gegenwartsliteratur. Das ist schon auch sehr Ja. unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob ich es mache, weil meine Gegenwartsliteraturromane gehören ja in den magischen Realismus. Also von daher hat es schon etwas Verbindendes. Aber die ganze Art und Weise, wie geschrieben wird, wie die Geschichten erzählt werden, ist komplett anders. Also ich schreibe auch die Geschichten anders. Ich gehe da ganz anders ran, wenn ich so einen Gegenwartsliteraturroman schreibe oder wenn ich Fantasy schreibe. Das ist ein anderes Arbeiten und es liest sich halt auch anders. Ja. Von daher, ja, ist halt so die Frage, ne? Ich habe halt immer die ganze Zeit gedacht, okay, wenn ich jetzt ein Pseudonym nehme, dann muss ich mir alles nochmal aufbauen, das, was du gerade gesagt hast. Aber ja, okay, wenn es ein offenes Pseudonym ist. Also kann man mitarbeiten. Das ist gar nicht so schwer. Aber wenn du dir eh Gedanken machst über Self-Publishing und dies und jenes, kennst du jetzt mich? Quatschen wir einfach regelmäßig mal drüber, wenn es soweit ist. Ein Ja. Thema. Ja, es wird noch ein bisschen dauern. Also ich schreibe zwar jetzt den letzten Band von der Reihe, aber ich habe ja immer auch noch so ein paar andere Projekte. Also es könnte ja sein, dass der Verlag sagt, so, das nächste Buch wird jetzt nächstes Jahr veröffentlicht, dann muss ich das vorziehen mit der Klar. Überarbeitung und allem Möglichen. Aber auch wenn das nicht passieren sollte, dass 5 Bände müssen ja auch erstmal überarbeitet werden. Ich habe keinen davon überarbeitet. Ich schreibe die einfach hintereinander runter, um drin zu bleiben im Flow sozusagen. Und ich gehe davon aus, dass ich da mehrere Monate dran überarbeiten werde. Ja. Also schon so sagen, so ein halbes Jahr, vielleicht ein bisschen länger. Dann braucht man noch Zeit für Covergestaltung, fürs Lektorat, fürs Korrektorat und diese ganzen Sachen. Das wird noch eine Weile dauern. Ich will auf jeden Fall, da kommt dann auch wieder so mein Hang durch, so von wegen, ich schicke keine Leseproben raus. Ich will halt auch nicht den ersten Band veröffentlichen, bevor ich nicht den letzten fertig geschrieben habe und alle Bände gelesen habe und gesagt habe, okay, die Geschichte Bin stimmt okay. jetzt so. Ich bin glücklich mit dir. Das ist schön, du, Genau. das ist schön, weil ich glaube, und das Gefühl hast du ja auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass es leider immer noch recht viele Self-Publisher-Kollegen und Kolleginnen gibt, die die Dinge raushauen. Also Genau. Und die dann am geschrieben, mal Anfang gar nicht überarbeitet. wissen, genau, die halt dann zum Beispiel reinschreiben und gar nicht wissen, wie sollen die Geschichte eigentlich weitergehen oder Ja. wie soll sie eigentlich zu Ende gehen oder was ist denn jetzt eigentlich das Thema, so das Grobe meiner Geschichte? Was hält denn das Ganze zusammen? ja, oder einfach, wo auch handwerkliches Können fehlt, ne? Wo man dann merkt, okay, da wurde jetzt was geschrieben, das ist unlogisch. Da habe ich öfter mal, wo ich so denke, nein, nee. das passt nicht. So, deswegen glaube ich, gerade wenn man noch neu ist, und ich würde mich jetzt gar nicht mehr als neu bezeichnen, aber ich habe trotzdem immer noch so das Gefühl, ich brauche das für mich.
das wirklich erstmal alles zu Ende geschrieben und auch gut durchdacht zu haben, Ja. damit ich damit wirklich gutem Gefühl rangehen kann und sagen kann, jetzt kann ich es veröffentlichen. Und selbst wenn das dann noch ein Jahr länger dauert oder zwei, aber dann habe ich auch was, wo ich sagen kann, das passt. Das finde Also. ich einen ganz, ganz tollen und wertvollen Hinweis, auch an andere, die mit dem Gedanken spielen, in diese Richtung zu gehen, was selbst zu veröffentlichen. Dass man bei vielen Sachen auch ein bisschen, ja, es muss reifen, sage ich immer. Ja, jetzt, gestern habe ich Ende geschrieben, erstmal hinlegen, was anderes machen, damit man mit einem anderen Blick da wieder draufkommt. Und dieses Raushauen schadet manchmal. Und gerade bei den ersten, also es gibt ja die, das ist eine Redensart, das erste Buch ist für die Tonne. Schon so ein bisschen, oder? Das stimmt, weil man entwickelt sich weiter. Also meine ersten beiden Bücher, die würde ich jetzt auch nochmal eigentlich komplett überarbeiten. Ich habe nur die Zeit mehr dafür, weil ich mich, also ich merke, ich habe mich weiterentwickelt. Ja, und das tut der Geschichte wirklich gut, wenn man sagt, mit Abstand gehe ich an die Überarbeitung. Und eine Überarbeitung braucht ihre Zeit. Und mit einer ist es auch ganz, ganz selten getan. Ja, da schüttelt sie Genau. direkt den Kopf. Also ich habe ja gesagt, ich habe nach 12 Jahren das erste Buch veröffentlicht. Es ist ja nicht so, dass ich nicht vorher schon welche geschrieben hätte. Ja. Also ich habe vorher auch schon Bücher geschrieben, aber ich fand sie selber noch nicht gut genug und war nicht zufrieden damit und habe mich deswegen auch nicht damit irgendwo beworben, sondern habe es halt weggepackt und sehe das halt als Übungsprojekt. Vielleicht schreibe ich es irgendwann nochmal. Vielleicht, aber ja. Ich habe dann halt einfach weitergemacht. Also man entwickelt sich ja wirklich weiter. Ich bin ein kleiner Listenfan, darf ich jetzt mal sagen. Und so ein kleiner Kontrollfreak, also zumindest was mich selbst betrifft. Ich schreibe mir alles auf. Ich schreibe mir auf, von wann bis wann ich schreibe, wie viele Wörter ich da geschrieben habe, wann ich überarbeitet habe, wie viele Stunden ich womit zugebracht habe und habe Okay. da eine super Übersicht einfach, weil ich weiß, wie lange ich brauche. Also ich kann wirklich sagen, wie lange brauche ich für ein Buch. Also wenn ein Verlag zu mir kommen würde und würde sagen, die Idee ist super, wie schnell kannst du das fertig haben, kann ich denen das sagen. Natürlich einkalkuliert, so ich werde krank oder so, dann, ne, aber ich kann das sagen, weil ich mich so genau beobachte. Und ich schreibe mir halt eben auch auf, was ich schon alles geschrieben habe, welche Kurzgeschichten, welche Gedichte, welche Romane, auch die, die ich nicht veröffentlicht habe. Und ich weiß, dass ich inzwischen mehr als 1 Million Wörter geschrieben habe. Beeindruckend. Aber auch ein Ja. bisschen deprimierend, findest du nicht? Nee, Auch wenn man weil den das halt Stundenlohn oder den bei den, Wörtlohn das. umrechnet. Das darf man nicht rechnen. Das ist das Studieren. Nicht nennen. Nee, darf man wirklich nicht. Das ist das, nee. Aber würde ich auch nicht machen, weil du hast ja vorhin gesagt, es gibt kein Studium, um Autor zu werden. Aber jeder Autor, finde ich als Autorin, ich spreche mir jetzt einfach von mir, habe im Prinzip auch so eine Art Studium durchlaufen. Also ich habe alles möglich gelernt und geübt und ich sehe diese ersten Jahre. Gut, das war ein langes Studium mit 12 Jahren, aber egal. Sehe ich einfach mal als Lehrzeit. So. Und das erste Buch, was ich veröffentlicht habe, finde ich immer noch richtig gut. Also ja, Selbstbeweihräucherung ist jetzt nicht gerade toll, aber Ja, ich finde es gut. nein, Ich bin. absolut. Also ich bin vollkommen bei dir. Also es gibt kein anerkanntes, also du kannst ja auch tatsächlich Fernstudium und was weiß ich machen. Da gibt es ja mittlerweile viele, die wie Pilze aus dem Boden schießen. Also Self-Publishing Ja. wächst. Jetzt kommen auch sämtliche Kurse und Ausbildungswege und was weiß ich dazu. Aber es ist halt nichts anerkannt. Da fängt es ja immer wieder an, weil Genau. dann würden wir anfangen mit Gewerkschaft und Ja, und Grundgehalt und deswegen, so ein Spaß, da will auch keiner ran, glaube ich. Da hätten die Verlage, glaube ich, Angst vor. ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber was eben ist, wenn man sowas nicht hat, ist, dass jeder ganz andere Bedingungen hat, wenn er das erste Buch veröffentlicht. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wenn man so lange im Vorfeld geübt hat und verworfen hat und neue Ideen ausgeheckt hat und Kurzgeschichten geschrieben hat und alles Mögliche, hat man ja auch eine gewisse Schreiberfahrung gesammelt. Und ich habe ganz viele Bücher gelesen. Ich habe teilweise auch Artikel zu handwerklichen Themen geschrieben fürs Forum und so. Also ich habe mich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt und mich dann erst getraut zu sagen, okay, das ist, glaube ich, gut. Und ich weiß noch ganz genau, als die Lektorin dann bei mir anrief, das erste Mal, als wir das erste Gespräch hatten, fragte sie dann so: Ist das wirklich dein erstes Buch, was du veröffentlichst? Ich so: Ja.
Ja, okay. So viel müssen wir da jetzt gar nicht mehr machen. So. Und es ging tatsächlich schnell. Also ich glaube 5 Wochen. So. Das Okay. war schnell. War auch nur ein Durchgang und es wurde auch tatsächlich gar nicht so viel geändert. Also wir haben noch mal ein bisschen was zusammen erarbeitet, wo ich halt vorher schon wusste, da bin ich noch nicht zufrieden mit. Aber das war so ein Satz, der echt hängen geblieben ist bei mir. Und da habe ich dann so gedacht, okay, es hat sich gelohnt, das Ganze 7 Mal zu überarbeiten. Vorhin waren wir bei Überarbeitungen. Ja. Also ich überarbeite in Runden, beziehungsweise in Phasen. Also ich habe so 3 Überarbeitungsphasen, würde ich sagen. Die erste Phase ist so direkt nach dem Schreiben. Da lasse ich meistens auch gar keine Zeit groß vergehen, sondern guck direkt rein, lese mir das alles nochmal durch und guck, ob der Inhalt passt. Oder ob da große Lücken drin sind oder ob ich da irgendwas ergänzen muss und mache mir dann Notizen am Rand. Dann lege ich es weg, dann gucke ich später nochmal drüber, immer noch Phase 1, gucke mir meine Notizen nochmal durch, meinen Inhalt und fange vielleicht auch schon mal an zu ergänzen oder durchdenke das nochmal, plotte. Der Kopf arbeitet ja immer, ne? Also auch Ja, dazwischen. furchtbar. Und wenn ich dann soweit bin, dass ich sage, okay, jetzt stimmt der Inhalt, also nicht der Inhalt, sondern der Plot an sich, also die Punkte sind alle an der richtigen Stelle, da sind es dann keine Lücken mehr, da ist nichts mehr unlogisch, dann gehe ich nochmal richtig in den Inhalt rein und in die Figuren. Also ich gucke dann, ist die Figurenhandlung motiviert, passt das alles zusammen, habe ich alle Handlungsfäden zu Ende geführt und solche Sachen. Und da kommen dann auch noch mal größere Änderungen, aber nicht mehr so groß wie bei der ersten Phase. Ah ja, hier, ich habe auch noch, ich habe viel zu wenig bisher getrunken. Für Mutter Miyagi, was du jetzt trinkst. Prost. Und in der dritten Phase, da ist es dann sprachlich. Also da kommt dann der Feinschliff. Also die Sprache mache ich wirklich immer erst ganz zum Schluss. Also klar mache ich das zwischendurch auch schon mit, aber eben noch nicht den ganzen Feinschliff, also auch stilistische Sachen und so. Das kommt dann zum Schluss und die überschneiden sich zwar auch diese einzelnen Phasen, aber so grob kann man das schon unterteilen. Und in jeder Phase habe ich dann unterschiedlich viele Überarbeitungsrunden. Und bei Anna, Ja. also bei als ich, waren das insgesamt 7. Wahnsinn. Ja, aber das Bevor merkt es, man auch. Also das ja. merkt man den Büchern, glaube ich, wirklich an, ob damit gearbeitet wurde, weil ich finde immer, die eigentliche Arbeit kommt ja danach erst. Ja, Ja. aus dem Text dann ein Buch zu machen, ja, aus dem Manuskript, was den Leser fesseln kann, zu machen. Und das sind im Grunde die wichtigen, also natürlich vorher. Grobplot, ja, dass man weiß, wo, das kannst du danach nicht mehr groß einarbeiten. Das wird dann schwierig, wenn das keine Hand und keinen Fuß hat, die Story. Aber um daraus wirklich was Lesbares zu machen, da ist die Überarbeitung wieder und wieder und ihr habt die wohl gehört. Ja, Ich erzähle nicht immer ja. Schmu Also es ist bestimmt auch ein bisschen, jeder arbeitet ja anders, jeder Autor, ne? Also vorher, als ich viel mehr geplottet habe, hatte ich weniger Überarbeitungsstress, sage ich mal, weil ich halt die Geschichte hatte nicht mehr so Sprünge. Also manchmal schreibe ich ja irgendwas, zum Beispiel in Band 4, habe ich dann was geschrieben, wo ich so dachte, ja, oh, das ist cool, aber dann muss ich in Band 1 oder 2 das und das nochmal ändern. Übrigens auch ein Grund, warum ich den Band 1 nicht schon veröffentlichen würde, bevor ich fertig bin, weil kann ja Könnte sein, dass. sein, dass man noch die Figur, ja, Genau. schubsen muss. Und ich mache das dann aber nicht während des Schreibens, sondern mache mir Notizen, aber dadurch hat halt die Geschichte dann auch so Sprünge und da sind auch unlogische Sachen drin und so. Das darf auch keiner lesen zu dem Zeitpunkt. Also das ist dann noch nicht so richtig gut. Und das muss man halt natürlich dann in der Überarbeitung ausbügeln und das dauert. Und wenn man vorher mehr plottet, und ganz genau weiß, wie die Geschichte ist und auch jedes Detail kennt, dann hat man diese Arbeit halt nicht, aber die hat man dann halt vorher. Und es gibt ja immer so diese Diskussion, wer ist ein Plotter und wer ist Pantser, also Bauchschreiber und Planer und was ist eigentlich besser? Und ich weiß nicht, was besser ist. Also ich bin irgendwo in der Mitte, ich plane schon irgendwie noch, aber nicht so viel und schreibe auch viel aus dem Bauch. Aber das, was ich vorher nicht plane, habe ich ja hinterher Arbeit. Ja. Das heißt, ich habe dadurch ja nicht weniger Arbeit. Ist einfach nur anders aufgeteilt. Sehr, Das sehr ist das Ganze spannend. daran. Arbeitest du mit einem Schreibprogramm oder klassisch Word? Inzwischen, also seit dem zweiten Band meiner Reihe, arbeite ich mit einem Schreibprogramm. Das habe ich mir letztes Jahr zu Ostern gegönnt, Okay. beziehungsweise hat mir das dann noch meine bessere Hälfte bezahlt, weil ich kein Geld hatte. Der hat mir das dann spendiert. Davor habe ich immer mit Word geschrieben, aber ich habe immer noch Word-Dokumente für meine Figuren und so. Das mache ich immer noch da drin. Und ich habe auch meine Excel-Tabellen. Klar, ich muss ja alles überwachen und so.
Das mache Die ich da alles Listen, noch. die Listen. Die Listen, ja. Also es sind unglaublich viele, aber mir hilft es. Ne? Also andere haben da vielleicht Angst vor und mögen das nicht, aber mir hilft es total, das zu sehen. Die One meint alles ganz Ich schön finde das gut. umfangreich. Ja, das ist es. Und je mehr Fantasy-Anteil, desto umfangreicher wird das Ganze, weil du da natürlich ganz andere Dinge immer wieder mit berücksichtigen musst, die ja auch diese Welten ausmachen. Und wenn du 5 Bände hast, hast du natürlich auch ein ganz anderes Feld an A Settings und zum anderen an Personen, die da und Figuren. Das sind ja nicht immer Personen. Auch Figuren, die da Genau. drin vorkommen. Da kann man schon den Überblick verlieren, wenn man keine Notizen sich macht. Ja, also. Ja. Also ich weiß nicht, wie viele Figuren ich habe. Ich müsste mal durchzählen, aber ich schätze mal so ungefähr 30. Da muss man dann schon so einen Überblick behalten. Die sind jetzt nicht alles wichtige Figuren. Keine Angst, wenn ihr das mal lesen wollt. Also das wird auch alles nacheinander eingeführt. Also es ist, man kann das schon, glaube ich, gut nachvollziehen. Aber ich brauche das als Autor halt auch. Und als Autor weiß man sowieso immer viel mehr als der Leser. Also ich schreibe ja nicht alles, was ich so plane und was ich mir so ausdenke, schreibe ich ja nicht alles da rein. Aber ich selber brauche das. Ich habe zum Beispiel ganz viele Informationen, Hintergrundinformationen über die Welt, wie das alles entstanden ist und wo das alles herkommt und so. Und das erzähle ich ja nicht alles in der Geschichte. Aber es ist wichtig für mich als Autorin, um die Zusammenhänge zu verstehen, damit ich das auch wirklich gut darstellen kann. Und dann kann es nämlich zum Beispiel auch passieren, dass man irgendwann merkt, ich habe da jetzt was geschrieben, aber es passt irgendwie gar nicht in meine rein. Und das muss ich jetzt anpassen. Und dann ist immer so, muss man gucken, okay, passe ich jetzt das an, was ich jetzt reingebracht habe, oder passe ich die Welt an? Meistens ist das erste leichter, weil die Welt anpassen, dann muss man alles nochmal schreiben. Mist, dieser blöde Berg da, dieser Schicksalsberg, wo kommt denn der plötzlich her? Ich habe doch gar keine Ringe. Ja, genau. Also man muss da schon überlegen, wenn man da neue Sachen reinbringt, ob das wirklich passt. Und manchmal passt es einfach nicht. Und dann muss man es wieder rauswerfen. Und ich habe auch schon Kapitel gestrichen, ganze Kapitel. Das ist halt so. Gerade wenn man so ein bisschen drauf losschreibt, passiert das ganz leicht. Aber es ist auch wichtig, das wirklich im Blick zu behalten. Und ich brauche diese Listen einfach auch zum Beispiel. Du hast gerade schon die Settings angesprochen, die Orte. Dann habe ich da ein Café und dann habe ich da ein Restaurant und dann ist dort noch ein Klamottengeschäft und in der Stadt ist das und in dieser Stadt ist das andere. Und wenn ich dann in Band 1 schreibe, Café Baumgarten und in Band 3 heißt es auf einmal Café Windrose, dann ist das schon ein bisschen merkwürdig. Also ja, können natürlich unterschiedliche sein, aber man muss da schon aufpassen, also auch mit der Namensgebung und an welchen Orten befindet man sich eigentlich. Und wenn das so viele Bände sind und vor allem, es sind ja bei mir nicht nur diese vielen Bände, die 5, ich habe ja schon gesagt, da kommt ja noch mehr. Da ist ja noch mehr Das heißt, drumherum, ja. ich habe halt wirklich ganz viel, also wie diese Welt aufgebaut ist, welche Städte es da gibt, welche Gemeinden, wo welche Magie ist und, und. Das muss man sich aufschreiben, weil man. Ja klar, wenn man das dann liest, also wenn man ein Buch liest und da ist das alles fertig drin, dann hat man wirklich so das Gefühl, das ist alles so aus einem Guss und das ist ganz einfach und das ist auch richtig, also es soll auch so sein, wenn man es liest, aber wenn man es schreibt, ist es halt nicht so. Da muss man immer aufpassen dann, dass das wirklich zusammenpasst. Und deswegen sind Listen manchmal echt ganz hilfreich. Sind wir ganz schön hilfreich hier. Arbeitest du bei deinem Podcast auch mit Listen? Also weißt du die nächsten 5 Folgen oder so? Ja, das habe ich mir fast schon so vorgestellt. Ich hab Folgen festgelegt bis, ich glaube, ja, bis Dezember. Okay. Nur weil du mit Gästen und so, da muss man ja dann auch immer schauen, dass die da Ja, ich sind. mache, Dann wird mal genau, jemand krank. ich mach ja nicht alle mit Gästen. Also ich habe jetzt 2 mit Gästen geplant. Und da habe ich auch schon festgelegt, wann das sein soll. Ich werde auch nie, glaube ich, alle mit Gästen machen, weil das wirklich sehr viel Aufwand ist. Aber ich werde es versuchen, das immer mal wieder zu machen, gerade wenn es vielleicht Themen sind, in denen ich mich nicht so auskenne. Ja, sehr, sehr Und spannend. dann ist es natürlich ganz gut, wenn man jemanden dazu holt. Aber ich habe eine Liste und ich habe auch eine Liste noch mit Extra-Themen, wo ich dann alles aufschreibe. Und ich habe die zwar auch mit Datum festgelegt, aber da bin ich dann tatsächlich ein bisschen flexibler. Also ganz fest plane ich so ungefähr einen Monat im Voraus. Also da stehen die dann wirklich fest. Und aber es kann auch sein, dass sich dann mal die Reihenfolge verändert oder so. Aber ich hab noch ordentlich viel, was ich erzählen kann. Sehr, sehr spannend.
Ja. Sind wir alle sehr gespannt, was da noch so alles bei deinem Podcast rauskommt. Bin ja froh, dass ich ihn jetzt gefunden habe. Aber wo wir gerade bei Listen und Sprechen sind, ich bin ja zwischendrin immer so mit halbem Auge in unserem Chat und da kam vor geraumer Zeit die Frage auf, wie das Ganze aussieht mit Hörbüchern und ob du dir vorstellen könntest, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob du dir sogar einsprichst. Ich scroll gerade mal hoch. Ich habe mir nämlich nur die Hörbuch notiert, das Wort. Wo steht's? Wo steht's? Könntest du dir, Yvonne, vorstellen, deine Bücher auch als Hörbuch herauszubringen? Ah, nur herausbringen, nicht selber einsprechen. Aber geht ja beides. Ja, habe ich ehrlich gesagt noch nicht so drüber nachgedacht. Also, ich habe schon mal überlegt, ob ich vielleicht mal so ein bisschen was selber versuche einzusprechen, aber ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Also, da muss man schon Übung haben, denke ich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich könnte es mir bei den Fantasy-Romanen auf jeden Fall vorstellen. Ich glaube, das würde auch ankommen. Bei den Contemporary weiß ich nicht, ob das ankommen würde. Ja, Ist du dann hast halt die ja schon mal den Frage. Vorteil, nicht so einen Dialektfehler wie ich zu haben. Ja, den habe ich mir ganz schwer abgewöhnt. Ja, Das. ehrlich. Ja, ganz, ganz schnell wollte ich sagen, nicht Ach, schwer, schnell, schnell. nicht schwer. Gut. Also ich stelle mir es Nein. schwer vor, aber kann auch sehr gut Es mit ging, es leben. ging. Also ich komme ja eigentlich aus der Nähe von Berlin. Und da wird ja so richtig schön Berlinert. Und das habe ich mir wirklich innerhalb von wenigen Monaten abgewöhnt, als ich nach Hamburg gezogen bin, weil ich immer komische Blicke geerntet habe und viele Leute mich dann noch nicht richtig verstanden haben, weil ich auch zu schnell gesprochen habe noch dazu. Und ja, seitdem, also ich kann es auch nicht mehr. Geht nicht mehr. Verliert sich irgendwann, wenn man es nicht regelmäßig übt. Ja. Ja, ich bin ja jetzt auch 20 Jahre hier schon im Norden und das ist weg. Tja. Also es gibt noch so Wörter, wo man merkt, okay, die ist nicht von hier, wenn man ganz genau zuhört. Was für ein Ding. aber so insgesamt, glaube ich, merkt man das bei mir wirklich nicht mehr. Vielleicht die eingefleischten Nordleute noch so, die dann sagen so, ah, Ja. irgendwas ist damit drin, aber ja. Mutter Miyagi fände es großartig, wenn es Hörbücher gäbe, damit sie abends beim Handarbeiten hören kann, weil Lesen und Werkeln ist ein bisschen schwierig zusammen. Und ich glaube, es Okay, gibt auch also ganz viele Fans von Hörbüchern. Also ja. habe immer mal wieder so, oh, das neue Buch, gibt es auch als Hörbuch? Ich habe nicht so die Zeit zum Lesen, aber Autofahren und Joggen und was weiß ich mit Knopfohr. Also nicht beim Autofahren, Leute, nicht falsch verstehen, geht immer. Ja, beim Autofahren kann man ja über das Auto, also über die Ja, na, genau. eine Bluetooth. Infothek heißt das oder so, kann man das ja dann hören. Nein, also ja, ich versuche es einfach mal. Also ich habe ja jetzt schon ab und zu mal so kurze Ausschnitte, also so kurze Leseproben aus meinem Debüt auch mal gelesen und eins auch schon mal bei Instagram gehabt, aber es ist halt mal so eine Minute dann. Aber ja, ich könnte mir das schon vorstellen, das mal einfach auszuprobieren. Ich versuche das einfach mal. Ja, guck mal an. Versuch macht klug oder so. Ja, genau. Noch ein bisschen mehr Arbeit, alles überhaupt kein Ding. Ja, So, ach, eben, so komm. Also Schlafen Quantum wird schreiben, überbewertet. neuen Plan und noch was anderes planen und ja, egal. Podcast, Hörbuch, Ah, Brotjob, geht alles. Adrian. Nee, also er muss nicht das große Portemonnaie rausholen, wenn die Yvonne das selber einlesen kann. Kommen schon mal viele, viele Posten gar nicht zustande, weil Hörbuchsprecher kosten unwahrscheinlich viel Geld und die Arbeitszeit zum Schneiden, die ist auch gar nicht so günstig. Das heißt, wenn du das Ganze komplett in ein Hörbuchproduktionsstudio gibst, das kann sich summieren, kann sich läppern. Aber wenn sie das selbst kann und schneiden kann sie ja schon, sonst hätte sie keinen Podcast. Ja, Sprechen funktioniert auch sehr gut, also viel besser Mikro als bei mir. auch. Weil das ist blöd. Also natürlich kann ich lesen und sprechen. Das klang jetzt ein bisschen komisch, besser als bei mir. Aber ich finde schon,
Es muss dann ein sauberes Deutsch sein. Und da weiß ich, wo meine Grenzen sind. Und werde da jetzt auch nicht noch obendrauf irgendwelche Schulungen und alles drauf machen, um meinen SCH-Fehler da wegzukriegen. Der gehört halt einfach zu mir, Leute. Ja. Wenn ihr mich hört, dann wisst ihr sofort, ich bin's. Ja, Das nee. ist ja auch sehr sympathisch und individuell, aber du hast recht, ne, bei Hörbüchern. Will man das nicht, braucht man es nicht. Es sei denn, es wäre jetzt was wirklich sehr Regionales. Also ich glaube, Genau. wenn du, ach, wie heißen sie denn? Von Rita Falk, da, weißt du, die Bayern-Krimis und wo die, wenn da so was Bayerisches mit rüberkommt, hat es ein anderes Feeling, als wenn ich jetzt einen Roman von mir, der in Schottland spielt, mit meinem Pfälzer SCH da vorlese. Das geht gar nicht, Leute. Das geht gar nicht. Also was bei mir so der Vorteil ist und was ich tatsächlich merke, auch bei meinem Podcast, also ich habe zum Beispiel dann nach den ersten zwei Folgen eine Rückmeldung bekommen, auch von einer befreundeten Autorin, die sich das angehört hat, und dann hat sie so gesagt, boah, das ist ja richtig gut, du sprichst das schön langsam, da kommt man voll gut mit Ja. und so eine saubere Erzählstimme und voll beruhigend. Und ja, es hat natürlich einerseits auch damit zu tun, dass ich halt generell so ruhig bin. Ich will nicht sagen langsam, aber ich bin ruhig. Aber es hat vor allem, also was ich ganz stark merke, ist, dass ich habe im Studium Sprecherziehung gehabt Ach, als Lehrerin. okay. Das ging über 2 Semester, da habe ich so Auch verschiedene nicht Seminare dann schlecht. besucht. Ja. Und das ging dann los mit Atemübungen, also wie atmet man richtig, wo sitzt die Stimme und dann natürlich auch die Aussprache. Also wie werden Buchstaben ausgesprochen? Ein typischer Fehler ist ja oft, dass man richtig sagt, aber es ist ja eigentlich richtig, Richtig. ne? Solche Sachen oder nicht Mädchen, sondern Mädchen. So, das ist gar nicht so einfach, aber ich habe das halt wirklich üben müssen. Und deswegen, das ist drin geblieben und das merke ich. Also ich sage auch in meinem Podcast, ich erzähle euch jetzt. Ich sage nicht, ich erzähle euch, sondern ich erzähle euch jetzt. Und es ist halt echt drin. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Vorteil, weil Ja. dieses Sprechtraining ist ja auch das, was Schauspieler machen. Also ich musste auch tatsächlich hier mit Daumen im Mund, also so wie Korken, aber wir haben den Daumen dann immer genommen, oder Breitmaulfrosch, dann mussten wir das auseinanderziehen und da sprechen. Oh, ganz viele Übungen, die wir da gemacht haben. Cool. Hätte ich Und vielleicht doch Lehramt. Also unter diesem Aspekt, das ist ein ganz neuer Aspekt, ja, ja. dass ich da ein Sprechtraining bekomme. Ey, das ist mir entgangen. Also ich habe tatsächlich nach dem Grundstudium konnte ich, also kannst ja alles erstmal besuchen, bis du dich festgelegt hast. Und da war ich in einem pädagogischen, nee, ich war in zwei. Ich will nicht lügen, weil ich nicht genau wusste und dachte, ich will zwar was mit Schreiben machen, das war mir damals schon klar, aber welchen Weg will ich einschlagen? Hatte ganz kurz mit geliebäugelt, Pädagogik, also Lehramt, Studium zu machen, für den Fall der Fälle, dass man halt Brotjob braucht, ja? Und dann war ich, ich werde es nie vergessen, dann war ich in so einem Seminar und ich war ja vorher schon, also ich habe ja Buchwissenschaft noch als Nebenfach und da hatte ich tolle Seminare mit Redaktionssitzungen und wir haben da gearbeitet. Also wie erwachsene Menschen halt so miteinander arbeiten. Und ich komme da in dieses pädagogische Seminardings und wir sollten uns vorstellen. Und es flogen Bälle durch die Luft und wir fingen dann Bälle. Und jedes Mal, wenn du den hattest, musst du einen anderen Aspekt der Persönlichkeit. Ich dachte, nee. Nee, das ertrage ich nicht. Ganz ehrlich nicht. Und es wurde auch noch gefilmt, um danach zu gucken, wie man reagiert, wenn man den Ball kriegt und was sagt. Und dachte, das hat mir. Ja, so Sachen haben wir auch gemacht. So Also furchtbar. wir hatten ein Seminar, da mussten wir dann zwischendurch auch immer aufstehen und so Übungen machen, so Äpfel pflücken und so Kram. Halt, wie man dann im Prinzip auch unterrichtet, ne? Deswegen macht man das dann im Ja. Studium. Aber das war damals nett und heute komme ich gut mit dem bisschen klar, was ich dann nachmittags brauche. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Thema Hörbücher, super. Aber ich sehe auch so bitte dialektfrei und von einem Profi gesprochen. In Klammern, bei Lesungen natürlich wieder was anderes. Direkt persönlich finde ich Dialekt super sympathisch und alles. Ja, also ich glaube, Ja. das sehen meine Hörer dann auch, weil ich schon ja viel hier regional Lesungen machen darf. Da freue ich mich auch drüber. Und die finden das auch charmant, dass ich das so ein bisschen mit einflechten kann. Wobei ich dann natürlich versuche, nicht platt zu reden. Aber wenn die zu mir dann kommen und reden plattlos, also Dialekt,
Und weil Platt ist eigentlich Plattdeutsch, aber bei uns sagt man zu Dialekt Platt. Und dann freuen die sich, dass ich halt entsprechend auch antworten kann. Ja, da wird dann noch mal das Buch für irgendjemand zusätzlich gekauft. Ja, also für sowas ist das immer ganz nett. Aber bei Hörbüchern, wenn es nicht gerade gesprochene Sprache ist, gerade ein Dialog und einer davon ist halt ein Berliner, ja, dann will ich auch vielleicht im Hörbuch das hören, ja, dass das ein Ja. Berliner ist oder die tattrige Oma, die so ein bisschen zittrige Stimme hat, irgendwie so, ja, genau. Jem, sind das nicht Regionalromane oder Heimatromane? Was meinst du jetzt, die Falk-Reihe, die wir gemeint haben, oder was ich da jetzt an letzten beiden? Müsstest du bitte noch mal ganz kurz. Und der Adrian freut sich immer, wenn es um Dialekt geht. Wohnt nämlich in der Schweiz, Yvonne, muss man dazu sagen. Das hatte ich dir vielleicht noch Ja. gar nicht verraten. Und er findet es immer ganz, ganz toll, Leute Schweizerdeutsch reden zu lassen. Ja. Aber wir können es alle nicht. Egal wie Nein. oft du das reinstellst, wir werden es nicht so toll aussprechen können, dass man es versteht. Das hatte ja Caro versucht, das fand nicht so witzig. Genau. Die ist für so einen Von daher. Spaß zu haben. Ja, also der Name Adrian sagt mir auch was, weil der fällt in jeder deiner Aufzeichnung. Ja, das liegt daran, dass der liebe, liebe Adrian auch gleichzeitig mein Moderator ist. Und das heißt, er guckt, dass alle sich brav benehmen, begrüßt alle sehr freundlich und was er natürlich auch immer ganz, ganz toll macht, ich muss mich da gar nicht um Links kümmern. Der verlinkt regelmäßig zu deiner Instagram-Seite und das da einfach noch mal im Hintergrund mit dem Chat, dass da noch ein Auge drauf ist, damit ich mich ganz auf dich konzentrieren kann. Du siehst ja, manchmal muss ich nachscrollen und dann unterhalten die sich aber ganz toll und weiß, dass er da immer ein ganz, ganz tolles Auge drauf hat. Ja, Das ist auf Adrian. jeden Fall gut, ja. Julia, bei Hörbüchern bin ich gnadenlos, ist aber auch Gewohnheit. Und klar, regionale Geschichten sind nochmal ein Sonderfall. Genau, da erwartet man das ja auch so ein bisschen daher. Ja, ich glaube, bei Hörbüchern ist es halt auch so, da fallen Fehler, glaube ich, auch viel, viel schneller auf, weil Ja. das halt direkt ins Ohr geht und das ist halt nicht, also zum Beispiel ist es ja auch so ein Thema, ne, Rechtschreibfehler in Büchern, komme ich jetzt gerade mal drauf. Es gibt in Büchern immer mal wieder noch Fehler, grammatikalische Rechtschreibfehler, was auch immer. Und das sind Sachen, über die kann ich gut hinweglesen. Es sei denn, es sind zu viele. Dann bleibe ich auch hängen. Dann stolpert man dauernd. Genau, aber wenn das mal so ein, zwei sind, ist es überhaupt nicht schlimm. Wenn aber in einem Hörbuch was falsch ausgesprochen wird, dann merkt man das sofort und das stört auch dann tatsächlich. Also würde ich sagen, ne? Weil das reißt halt sofort raus. Also da kann man beim stillen Lesen, also beim lauten Lesen ist es vielleicht auch nochmal anders, aber beim stillen Lesen überfliegt man ja auch gewisse Sachen. Oder also wir haben ja so eine Funktion, wenn wir unsere Sprache kennen, dass wir zum Beispiel nur aus dem Anfang und das Ende des Wortes das ganze Wort konstruieren können und gar nicht mehr Buchstabe für Buchstabe vorgehen. Und wenn da irgendwo in der Mitte ein Buchstabe fehlt oder ein Dreher drin ist, merken wir das häufig gar nicht. Aber beim Sprechen merken wir halt jeden Fehler. Deswegen würde ich schon sagen, dass es da auf jeden Fall extrem wichtig ist, dass richtig deutlich und gut gesprochen wird. Und was ich zum Beispiel noch nicht ausprobiert habe, also das mit dem deutlich Sprechen habe ich ja auf jeden Fall auch im Podcast. Also das versuche ich schon, dass das dort deutlich gesprochen ist. Aber was ich natürlich noch nicht so ausprobiert habe, weil ich das halt noch nie gemacht habe, ist zum Beispiel dann verschiedene Personen zu sprechen. Das stelle ich mir auch noch mal spannend vor. Und anstrengend Also, für die Stimmbänder. ja. Aber wo wir gerade bei Stimmbändern sind, wir waren ja vorhin bei Schule. Schule ist viel anstrengender für die Stimmbänder. Also, Wem sagst du das? ich hatte einmal die Situation, dass ich echt vor meinen Schülern stand und nichts mehr sagen konnte, weil meine Stimme weg war. Da habe ich mich im Unterricht so aufgeregt. Also ich war auch so angespannt, einfach weil das eine sehr anstrengende Stunde war. Und irgendwann, so ich glaube, 10 Minuten vor Schluss war meine Stimme weg. Zum Glück war damals meine Mentorin dabei und konnte dann die Stunde beenden. Ja, also Stimmbänder muss man schonen, Muss sonst man gehen sie schon. kaputt. Aber da bist du ja, hast du wahrscheinlich in deinen 2 Semestern auch den einen oder anderen Trick da mitbekommen. Ja, wichtig ist, dass man weiß, wo die Stimme sitzt. Das Problem ist, dass viele Frauen zu hoch sprechen und dadurch werden die Stimmbänder überanstrengt.
Und dann kann man halt auch leicht zum Beispiel Knötchen bekommen oder so. Also man muss genau wissen, wo sitzt die Stimme, und die Atmung ist wichtig. Nötchen. Ja, Knötchen an den Stimmbändern kann man Ehrlich? bekommen. Also dann Okay. kann man nicht mehr gut sprechen. Aha. Räuspern ist zum Beispiel auch gar nicht gut für die Stimme. Sollte man auch nicht machen. Nee, ich trinke mehr. Genau, immer schön Ich ölen. entschuldige mich Nein, jetzt aber. schon mal dafür. Ich habe heute unwahrscheinlich. Also, ich habe tatsächlich. Aber vielleicht liegt es am Wetter und an den Pollen. Aber ich merke, dass ich ständig so ein. Als ob ich. Gut, vielleicht liegt es auch an meinen Hunden. Aber als ob ich hier hinten irgendwo so ein Haar hängen habe, was mich die ganze Zeit so ein bisschen kitzelt. Also, ich trinke tatsächlich mehr, als gefordert wird. Heute sind sie ja ganz brav mit Ja, ich habe uns. das auch schon gemerkt. Keiner will, dass wir was trinken hier. Und ich habe extra eine Doch, ab ganze und Flasche zu. hier stehen. Ja, genau. Er Ach hat so, das extra kriege ich eine gar nicht mit. Flasche, aber du kannst gerne mittrinken, ja. Ja, mache ich auch zwischendurch so. Julia, die fühlt es mit den Kommas und Rechtschreiben, wenn es zu viel ist. Aber sie ist auch Korrektorin. Ja, Cem. Wo wir beim Thema sind, gell? Okay. Unser Hirn ist schon ein erstaunliches Ding, Julia. Absolut. Sowas von. Bin da auch immer wieder. Manchmal gibt es ja so Schnipsel auf Facebook oder so mit Kreuz- und Querbuchstaben und trotzdem liest du das durch. Ohne Ja. Probleme. Ja. Genau. Der Aber wo sie Adrian. gerade sagt, Ja, pardon. ja, Nee, der wo sie Adrian war gerade wegen Sekt. Ich glaube nicht mehr, dass die um 10 Uhr kommt. Ich glaube, die hat mich vergessen. Musst also. Aber spaße, bis sie das nächste Mal da ist und dann könnt ihr um die Wette wieder. So, jetzt Yvonne. Ja, wegen Rechtschreibfehlern und Kommata, ne? Also das ist, darf man auch wirklich nicht unterschätzen. Also Korrektorat ist eine ganz wichtige Sache, finde ich. Und wenn man dann, also als Autor, wenn man einen Text schreibt, egal wie gut oder schlecht man Rechtschreibung beherrscht, da bleiben immer Fehler, immer, weil man die einfach nicht Man sieht sieht. sie nicht mehr. Also ich habe so ganz kuriose Sachen drin gehabt, die dann meine bessere Hälfte gefunden hat. Der ist nämlich richtig gut, was Korrekturlesen betrifft. Der hat dann zum Beispiel das Wort Rollenstuhl gefunden. Rollenstuhl. Ja, ich meinte aber den Rollstuhl. Habe fast vermutet. Oder Reizverschluss. Betriebsblindheit, ja, Julia. Der Reizverschluss war da auch noch drin. Reizverschluss. Ja. Also ich kann tatsächlich für andere auch Korrektur lesen, aber für meine eigenen Dinge nicht. Also wenn mein Text zurückkommt, jedes Mal, dass ich nicht hier eine blaue Stirn habe, ist dann immer alles, weil ich. Nee, oder? Kennst du das Gefühl? Wo ich Auf denke, jeden Fall. also wenn jemand dazu schreibt und der Text ist von einer Germanistin, ja, dann muss ich irgendwo in die Ecke gehen. Nein, aber es ist tatsächlich so. Seine Weil man zu eigenen dicht am Sachen, Text ist. Ja. ja. Es ist auch so, also gerade wenn man dann ein Lektorat hat, im Lektorat ändert man immer noch mal was am Text. Und dann ist es halt auch so, dass man einfach mal einen Satz umstellt, dann hat man da grammatikalische Fehler drin oder ein Wort doppelt. Oder solche Geschichten. Oder es fehlt irgendwo eine Endung. Einfach nur, weil man den Satz umformuliert hat und nicht genug aufgepasst hat. Oder weil man es vielleicht einfach umgestellt hat. Ja. Das sind so Sachen, die halt ganz häufig dann zum Schluss noch passieren. Und andere Sachen, ich habe halt auch so meine typischen Typos. Also ich schreibe dann anstatt mir, schreibe ich mit. Oder anstatt mit mir. Ich habe da so Oder auch so. ein, zwei böse, wo ich immer denke, ach, ehrlich, Ja. schon wieder. So langsam Genau. müsstest du es doch mal. So Ja. ein paar habe ich da, und das passiert immer wieder. Und ich weiß, das war, und ich versuchte auch darauf zu achten. Und ich finde auch viele schon von diesen Fehlern. Aber man kennt ja auch seine Geschichte. Und vor allem, wenn man das dann so oft überarbeitet hat wie ich, ne, so nach 7 Mal, kennt man dann quasi jeden Satz. Und dann überfliegt man das so halbwegs und man sieht das einfach nicht. Deswegen ist ein Lektorat, also Lektorat auch, aber in dem Falle jetzt Korrektorat, super, super wichtig, dass das auch wirklich. Ja, intensiv gemacht wird. Ja. Also das kann man nicht schnell nebenbei machen. Nein, und das muss jemand von außen machen, weil, wie Ja. gesagt, die eigenen Sachen, die sieht man einfach nicht mehr. Und dann kommen, wie Julia schreibt, sogenannte Verschlimmbesserungen. Das ist nämlich dann, wenn man meint, und ich krieg's dann doch irgendwie und da nochmal und. Man muss es dann auch irgendwann gut sein lassen und sagen, jetzt ist jemand anders dran. Ja, genau. Genau, und das ist ganz wichtig. Und das ist genau, egal ob man im Verlag veröffentlicht und der Verlag das mit dem Lektorat macht, dann ist natürlich der Verlag dafür verantwortlich, dass es das ordentlich gemacht wird. Aber auch wenn man im Self-Publishing veröffentlicht, darf man da auf gar keinen Fall, glaube ich, sparen. Also Nee. das ist wirklich was, das muss man definitiv machen, weil
Ich habe auch schon Bücher gelesen, da waren dann so viele Fehler drin, dass es mich wirklich gestört hat. Und ich bin eigentlich, was sowas betrifft, immer so ein bisschen Auge zu. So, das, also ich Du bin bist da aber nicht so, großzügig. ja, schon, Die doch. Buchblogger, die sind da hardcore. Ja, Ja, ich ich habe weiß, noch aber einen ich bin Fehler nicht. gefunden. Juhu! Nein, also ich bin da eigentlich relativ entspannt, weil ich weiß, dass das passieren kann. Aber wenn es dann zu viele sind und ich dann sage, okay, hier wurde irgendwie massiv am Lektorat oder Korrektorat gespart oder es wurde einfach nicht Oder es ordentlich wurde nicht gemacht, gemacht hier. ne, oder gar nicht zum Beispiel, das merkt man dann halt auch. Also, und das finde ich dann halt nicht gut. Also auch als Self-Publisher finde ich, sollte man da auch professionell rangehen und ja, Ja. kostet dann halt ein bisschen Geld, weil als Self-Publisher bezahlt man ja alles selbst. Aber das ist schon notwendig, das zu Aber machen. ganz ehrlich, wenn du so ein Buch liest und sagst nach der dritten Seite, okay, hättest du mal, warum kriege ich hier die Rohfassung? Ja, dann holst du ja auch kein zweites Buch mehr. Nee, und vor allem Also, das kriegt das darf Buch man ja dann auch nicht schlechte Rezensionen. vergessen. Genau, und das Buch kriegt dann schlechte Rezensionen und alles Mögliche, es kauft dann einfach keiner. Und wenn man Genau. so startet, also sagen wir mal, das ist Das jetzt halt schleppst du jemand, der gerade mit. neu ist, das wird man einfach nicht mehr los. Das Ja, ist doof. korrekt. Genau. So, jetzt haben Und wir das. so viel über deine Arbeit und so gesprochen und wir sehen hier in der Mitte immer noch deinen wunderbaren Debütroman. Und ich will dich nicht entlassen, bevor wir nicht auch über den gesprochen haben und den vergessen. Auf gar keinen Fall. Erzähl mal was drüber. Also, du hast schon gesagt, es ist kein Fantasy-Roman und wir haben diese. Die Geschichte wird mir noch tagelang nachgehen, Yvonne, ich sag's dir. Welche Mit Geschichte? Der der Veröffentlichungsprozess. Veröffentlichung, ja. Die ist einfach zu genial. Ja, also also es ist mir auch erst hinterher so richtig bewusst geworden, wie einmalig das eigentlich ist. Mega, mega, So in dem absolut. Moment habe ich einfach nur so gedacht, nee, das ist noch nicht fertig. Genial. Ja, also Annas Geschichte, also als wären wir ich, ist eine Geschichte über eine junge Frau, die studiert, ist so Mitte 20 und die findet irgendwann auf dem Dachboden ihrer Eltern ein Buch, das ist versteckt in der Truhe und dieses Buch ist ihr gewidmet. Ich trinke gleich, ich erzähle zu Erzähl, Ende. lass dich nicht stören. Und sie fängt dann an, dieses Buch zu lesen und stellt fest, die Hauptperson, also die Protagonistin in dieser Geschichte, heißt wie sie, hat auch einen sehr ähnlichen Nachnamen. Und es tauchen noch mehr Figuren auf da drin, die sie kennt. Also zum Beispiel ihre beste Freundin und ihre Nachbarin und so weiter. Und dann fängt sie an, diese Geschichte zu lesen und Stück für Stück vermischt sich ihre Realität mit der Realität dieser Geschichte in dem Buch mehr. Und dann ist es irgendwann so, dass sie aus dieser Geschichte auch nicht mehr rauskommt. Also es kommt dann noch eine weitere Realität dazu. Und als sie in dieser dritten Realität ist, merkt sie, sie kann nicht aufhören zu lesen. Also sie ist in der Geschichte gefangen. Und dann geht es halt darum, einen Weg zurückzufinden. Also herauszufinden, was hat es mit diesem Buch auf sich? Warum bin ich da die Hauptfigur drin? Warum bin ich jetzt in dieser Geschichte? Oder bin ich überhaupt hier? Ist das alles real? Also es geht im Kern der Geschichte immer um die Frage, ist das real oder nicht? Und so ist es auch bis zum Schluss. Und es ist in verschiedenen Realitäten erzählt, habe ich ja eben schon gesagt. Insgesamt sind es vier, kann ich jetzt einfach mal sagen. Und es ist halt immer die Frage, welche von diesen Realitäten ist denn jetzt eigentlich die richtige? Also die innerfiktional richtige. Ne? Ich spreche jetzt nicht von unserer Realität. Also es gibt dort halt magische Elemente, nicht in jeder Realität, aber in zweien davon, beziehungsweise eine geht eher in Richtung Science Fiction, so ein bisschen. Und eine ist sehr magisch. Das heißt, wenn ich jetzt hier davon spreche, welche Realität ist denn die reale, dann meine ich innerfiktional, also Annas. Welche ist Annas Realität? Und sie weiß das halt auch nicht. Und sie rätselt und sie sucht nach Hinweisen und sie untersucht das Buch. Und wenn ich jetzt sage, das Buch ist magischer Realismus, also beim magischen Realismus ist es so, dass eine Geschichte, die in unserer Realität spielt, im Vordergrund steht. Also das Thematische und die Hauptgeschichte spielt halt in unserer Realität und ist hier ganz normal angesiedelt. Aber es gibt magische Elemente oder fantastische Elemente. Und bei Annas Geschichte, also als wären wir ich, ist es halt einfach schon die Tatsache,
dass sie plötzlich in dem Buch ist, in der Geschichte. Das gibt es ja so nicht. Und das ist natürlich so ein fantastisches Element. Es ist keine Fantasy, weil die Geschichte nicht komplett fantastisch ist, also der ganze Plot, sondern es geht ja um die Frage, was ist denn real? Und das ist halt, deshalb ist es kein Fantasy. Also es geht halt so um die reelle Geschichte oder um die reale Geschichte. Ja, und in diesen einzelnen Realitäten gibt es Elemente, die sie miteinander verbinden. Also es gibt zum Beispiel in jeder Realität dann die gleichen Figuren, aber die sind überall ein bisschen anders und haben auch manchmal andere Funktionen. Und das ist halt auch für mich das Spannende gewesen, da so diese Parallelen zu knüpfen, aber die Realitäten trotzdem so unterschiedlich zu machen, dass sie eben wirklich anders sind. Und ja, wie viel soll ich denn jetzt erzählen, ohne zu spoilern? Liegt ganz bei dir. Ich höre dir gern zu. Ja, also ich bin halt, das habe ich vorhin schon gesagt, ganz stark beeinflusst gewesen durch die Arbeit an meiner Masterarbeit. Ich habe in der Masterarbeit ja zum Thema Spannung geschrieben. Da habe ich mein Lieblingswerk untersucht, nämlich den ersten Band von Harry Potter, wirklich so bis ins Detail und habe geguckt, wie baut man denn eigentlich Spannung auf oder wie wurde in dem Werk Spannung aufgebaut. Und ich habe damit die Wirkungsästhetik untersucht. Das ist sozusagen, dass man da guckt, wie ist denn die Wechselwirkung zwischen Text und Leser. Also was mache ich im Text als Autor, was lege ich da an und was passiert dann beim Leser? Und mit diesen Sachen habe ich dann so ein bisschen experimentiert, auch in der Geschichte. Also ich habe zum Beispiel viele Elemente, sowas wie falsche Fährten benutzt, ne? Ich habe dann halt Hinweise für die eine Sache gegeben und dann für eine andere Sache und das hat sich dann widersprochen. Ich habe aber auch viele Vorausdeutungen genommen, dass man halt was andeutet, was irgendwann dann passiert und was dann später erst Sinn ergibt. Also ich habe da mit ganz vielen handwerklichen Sachen, die man als Autor halt benutzt, gespielt. Und das wirklich, sagen wir mal, so ein bisschen ausgereizt, was man da so machen kann. Und dadurch ist die Geschichte in sich sehr komplex, weil sich die einzelnen Realitäten ja überschneiden und auch immer wieder widersprechen, sodass Anna auch nicht so weiß, ist das jetzt real oder nicht? Oder es geht auch so um Fragen zum Beispiel, was passiert eigentlich, wenn man das Gedächtnis verliert? Und dann in einer Realität aufwacht, die wir jetzt als eine bezeichnen würden, die nicht real ist. Aber man hat ja kein Wissen, man weiß ja nicht, was Realität ist. Ist das dann eigentlich, kann man das dann als Realität annehmen? Cool. Solche Sachen, solche Fragen stecken da drin. Und in einer Realität zum Beispiel ist dann eine psychische Erkrankung mit drin, die ich dann, also da ist es dann so, sie hat dann. Ist dann schizophren in der einen Realität und hat eine, ja auch Wahnvorstellungen. Und da geht es dann halt immer darum, okay, das, was sie jetzt zum Beispiel in ihrem Tagebuch notiert hat, das ist in einer anderen Realität passiert, aber ist ihr das wirklich passiert in dieser Realität? Also da gibt es so verbindende Elemente und teilweise sieht sie die Zusammenhänge nicht, aber als Leser sieht man das und trotzdem widerspricht sich das dann halt auch immer wieder. Weißt du, was ich wahnsinnig spannend fände? Wenn du, also die Julia hat geschrieben, eigentlich eine Arbeit, die jeder Autor mal lesen soll. Da habe ich auch gedacht. War einer meiner ersten Gedanken, nachdem du das mit Spannungsaufbau erzählt hast. Aber was ich jetzt noch viel spannender fände, wäre, wenn du deine Magisterarbeit nehmen würdest und würdest sie anhand deines Buches erklären und verknüpfen. Weißt du, dass man diesen ganzen Gedankengang, also jetzt rein als Autorin gesprochen, um zu sehen, wo legst du die falschen Hinweise, warum spielst du in dieser Realität damit, in der anderen Realität wieder mit einer ganz anderen Sache? Wie verknüpft man das Ganze und hält den Leser trotzdem bei der Stange? Ne, dass er nach, weißt du, nach der zweiten Realität sagt, es reicht mir jetzt. Ich komm gar nicht mehr mit, ich weiß gar nicht, was die will. Also. Ja, ich habe verbindende Elemente drin, habe ich eben schon gesagt. Also es gibt was zum Beispiel die erste mit der zweiten Realität verbindet und was es dann in Frage stellt, wo man dann, wenn man in der zweiten Realität ist, in Frage stellen könnte, dass die erste Realität real ist. Genau. Und dann gibt es in der dritten Realität Hinweise auf die zweite. Also da gibt es zum Beispiel gibt's ein Siegel. Da habe ich auch eine Postkarte zu, die ich jetzt natürlich leider gerade nicht zur Hand habe. Und das Siegel taucht in jeder Realität auf. Und
Einmal ist es eine Forschungs... Oh, jetzt habe ich zu viel erzählt. Also einmal ist es... Also es ist immer was anderes. Deine Masterarbeit ist aber nirgends veröffentlicht. Die kann man auf meiner Website runterladen. Ha! Also wer da Interesse hat. Her mit dem Website-Link. Moment, ich suche euch, meine Lieben. Bin unterwegs. Ja, also da habe ich mir gedacht, das stelle ich einfach so zur Verfügung. Man kann das ja auch veröffentlichen, aber... Weil mein lieber Mott ist ja schon ins Bett. Den haben wir gerade verabschiedet. Das heißt, ich muss mich um die Links kümmern. Hast du gefunden oder soll ich es ansagen? Bin noch da. Welt in Geschichten. Und wo finde ich die? Also es ist einfach yvonne-orego.de. Ganz ja, einfach. Das habe ich. Ich suche nur, wo ich es zum Runterladen finde. Ach so, die Masterarbeit also, ist... Gibt es ja den direkten Link von mir. Für alle ja. Lieben. Das ist unter Über das Schreiben. Ich muss das nochmal umbenennen, aber da ist es drunter. Das ist auch das Einzige, was da ist. So, dann kriegt ihr nämlich den direkten Link und ich weiß, dass etliche Leute das heute lesen werden. Also heute und die nächsten Tage. Oh nee, wartet mal. Warum hat er jetzt den... Ich hätte beinahe den Link zu unserem... Hätten jetzt alle mit dem Chat geredet. Ja. Sehr spannend. Wer lässt mich da nicht rein? In den Chat? In den Link? Das ist ja komisch. Noch den irgendwie jetzt verknüpft mit unserem VDO Ninja. So, einmal von vorne. Jetzt aber. Hier ist der Link. Schon gedownloadet. Da, ihr seid schneller als ich. Aber hier ist er nochmal. Für alle anderen. Das machen wir ja ordentlich. Ja. Also yvonne-orego.de und im Moment noch über das Schreiben ein bisschen die Homepage überarbeitet habe. Für alle, die jetzt nicht live dabei sind, weil den Link gibt es ja nur im Chat jetzt zu lesen. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ihr den auch findet. Und du wirst mir dann erzählen, wie die Klickraten die nächsten Tage dazu sein wird. Ich habe keine Statistiken, weil ich eine kostenlose Domain habe. Moment! Wie? Keine Statistiken? Nein. Nein, ich habe das hätte als ich jetzt von dir nicht Domain erwartet. Ja, kommt vielleicht noch. Kommt vielleicht noch. Also ich habe mir noch viel geplant, aber ja, das ist tatsächlich noch, da kann ich nichts einsehen. Aber sehr, klingt sehr trotzdem spannend. Ordentlich. Ja, werden sie auf jeden Fall machen. Klasse. Ja. Ja, und du hast, wie umfangreich ist jetzt dein Buch? Du hast gesagt, es mussten über 200 Seiten gestrichen werden für den Verlag. Ist Wahnsinn. Also es ist wahnsinnige... Hm. Ja, ich stand halt vor einer Entscheidung. Also der Verlag hat gesagt, 700 Seiten ist zu viel, maximal 500. Also entweder kürzen oder zwei Bände draus machen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nee, zwei Bände, das passt nicht. Da würde die Geschichte auseinandergerissen werden und das macht keinen Sinn. Also ich bin kein Fan davon, lange Geschichten einfach in der Mitte zu teilen. Ich weiß, dass das manchmal gemacht wird und als Leser nervt es mich einfach nur. Und ich bin da manchmal so frustriert, dass ich einfach den zweiten Band nicht kaufe, weil ich da keinen Bock drauf habe, weil ich das einfach nicht mag. Und deswegen war es für mich einfach keine Option zu sagen, ich teile das jetzt einfach irgendwie. Mhm. Also wenn, dann hätte ich da wirklich zwei kleine eigenständige Geschichten draus machen müssen und das geht bei dieser Geschichte einfach nicht. Ich kann es mir vorstellen, ja. Und deswegen habe ich gesagt, naja, dann muss ich halt kürzen. Und dann habe ich angefangen, ich glaube in zwei Durchgängen habe ich das dann gemacht. Erstmal habe ich geguckt, okay, was kann ich in Handlungen kürzen, also tatsächlich auch größere Stücke rausnehmen. Und dann bin ich halt ins Kleine gegangen und habe nochmal einzelne Sätze und einzelne Absätze und so gekürzt. Ne? Also wo ging? So. Und so. Das muss er nicht sagen. Die Frage muss er nicht beantworten. Nee, also schon, also ich habe keine wichtigen Sachen rausgenommen. Und ich habe schon, wenn ich größere Sachen rausgenommen habe, schon geguckt, dass das noch alles zusammenpasst. Das ist natürlich wichtig. Aber da ich wirklich auch dazu neige, komplex und detailliert zu schreiben, geht das dann schon. Also da kann man dann schon was kürzen. Habe ich immer so das Gefühl, so zwei Typen von Autoren. Es gibt die, die am Anfang wenig schreiben und dann ordentlich Speck draufpacken. Und dann gibt es die, die ganz viel Speck haben und abspecken müssen. Und ich bin eher die zweite Sorte. Sieht man auch irgendwie, aber anderes Thema. Also ich kann wirklich immer ordentlich kürzen. Das ist, habe ich meistens so. Wobei ich glaube, ich werde nicht nochmal schaffen, 190 Seiten zu kürzen.
Ich Es finde, war schon also echt. ich finde das extrem heftig, ja. Vor allen Dingen, weil du Ja. da ja sehr komplex alles miteinander aufgebaut hast, stelle ich mir das extra. Also, Ja, wenn man wow. da irgendwas dann rausnimmt aus dieser komplexen Struktur, weil die Ebenen ja auch so miteinander verwoben sind, dann muss man natürlich in den anderen auch gucken, habe ich da auch was zu drin? Ich habe Ja, zum Beispiel eben. zu diesem Buch so ganz verschiedene Tabellen, wo ich dann zum Beispiel reingeschrieben habe, okay, in dieser Realität ist sie von dann bis dann, in der ist sie von dann bis dann, in der ist sie von dann bis dann. Da tauchen die und die Elemente auf, da taucht das Ding auf und so. Und so konnte ich dann dadurch navigieren, damit das auch wirklich alles Sinn macht. Julia muss sich beherrschen, nicht direkt deine Magisterarbeit zu lesen und bedankt sich fürs Teilen, ja. Wir alle, ich freue mich da auch schon. Ich habe gestern Ende drunter geschrieben. Ich habe im Moment ein bisschen Freilauf. Ich Habe freue ich heute mich. gelesen, ja. Ich freue mich total, dass ich, Ja. wenn ich schon lese, da sowas richtig Cooles dann lese. Sei denn, du Ja. erzählst uns jetzt, du hast eine 4,0 und hast gerade so geschafft mit. Nein, bei dir kann ich mir das gar nicht vorstellen. Vergiss es. Musst du nicht Glaube, ich beantworten. hatte 1,7 war das, glaube ich. Super. Oder so? Oder 1,9? Egal. Gut. Egal. War gut. Das ist eine super Eins. Klasse. Ja. Ja, es hat auch wirklich viel Spaß gemacht, die Arbeit zu schreiben, einfach weil es auch ein Thema war, was mich total interessiert hat. Also auch als Autorin, ne? Und ich war super froh, dass ich das machen durfte. Ich meine, ich habe Lehramt studiert, ne? Und schreibe dann eine Arbeit über Spannung bei Harry Potter. Also das hatte überhaupt nichts mit Lehramt zu tun. Also da war kein pädagogischer Anteil, kein gar nichts drin. Und deswegen war ich einfach froh, dass ich das so in der Weise auch schreiben durfte und dass ich auch jemanden gefunden habe, der das dann betreut hat, auch an der Ja. Uni. Das hat man dann ja auch nicht immer. Also das war schon mega cool und es hat wirklich Spaß gemacht. Also ich habe ein bisschen länger dafür gebraucht dann auch. Ich habe so viele Zettel. So, ich habe so viele Bücher gehabt. Das war wirklich, und ich habe nicht alles reinschreiben können in die Arbeit. Also ich habe da wirklich so die wichtigsten Aspekte dann reingeschrieben und habe dann vieles schon rausgelassen, weil es überhaupt nicht gepasst hat. Genau, und Da hinten hätte im ich dann. Fazit. Alles Weitere müssen Sie bitte meinen neuen Roman lesen, weil dort habe ich alles zusammengefügt, was Sie hier die ganze Zeit lesen. Ja, also es ist natürlich auch eine Facharbeit, ne? Aber ich glaube, ich habe die ganz gut geschrieben, denke ich mal. Kann man, glaube ich, gut lesen. Ich glaube, du wirst Rückmeldung kriegen hier. Und im Anhang gibt es eine ganz lange Tabelle. Ich glaube, das ist auch mit drin. Ich muss es jetzt gerade mal angucken, ob ich es da drin Eine gelassen habe Tabelle, oder was. rausgenommen habe. Eine Analysetabelle. Dein Mann kann übrigens die Statistik für dich machen von den Downloads, wenn du willst. Musst du Ah, mit ihm gleich okay. reden. Ja, das wusste ich gar nicht, dass er das kann. Also, dass das möglich ist, dass er das kann, das denke ich schon. Aber ich muss mal jetzt gerade in meine Arbeit reingucken, ob das mit Anhang ist oder ob ich den rausgenommen habe. Nee, der Anhang ist mit dabei. Yeah, wir kriegen jede Menge Tabellen. Weil da habe ich nämlich dann wirklich Absatz für Absatz, teilweise Satz für Satz analysiert. Welcher Handlungsbogen ist das jetzt eigentlich und welche strukturellen Merkmale hat das oder welche sprachlichen? Wenn man sich da ein bisschen reinfummelt, dann ist das, glaube ich, ganz spannend. Aber das ist vielleicht auch, weiß ich nicht, ob das für jemanden Ich, interessant ist. ich, also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und freue mich da schon drauf, Ja, dass wir schön. uns das da zu Gemüte führen dürfen. Ich bin mir sicher, dass ich noch jede Menge lerne. Ja, Yvonne, über 2 Stunden. Ja, wow. Und ich hab nicht mal meinen Sekt Und du ausgetrunken, also hast den nicht muss deinen ich ja Sekt noch. ausgetrunken. Du hättest gern. Nee. Unsere Haupt Sheltie-Küss-Spende, also bei mir heißen die Kanalpunkte Sheltie-Küsse, die haben es heute alle zurückgehalten, weil der eine auf den anderen gewartet hat. Können wir gerade mal froh sein. Ich hatte mich ja schon darauf eingerichtet, dass die halbe Flasche hier leer Dass wird, wir nach da dem, was drin. ich damit mit Caro gesehen habe, wie viel ihr da schon Ja, aber in den wie ersten 10 gesagt, ich Minuten hatte getrunken habt. Durst. Ja. Naja, den kann ich dann ja auch später noch weiter trinken. Ja, war auf jeden Fall ein sehr schönes und sehr umfangreiches Gespräch. Ich glaube, wir haben irgendwie so alles abgegrast, Wir haben, ich habe gar nicht viel mehr auf meiner Liste. Also, nee, was hätte ich da noch gehabt? Rückschläge und Zweifel steht hier noch. Dass wir noch so ein Oh bisschen die ja. Realität mit reinbringen. Willst du noch zum Ende oder bist du fertig mit der Ja, Stimme? Rückschläge. Ah, nee, Stimme ist okay. Stimme ist Das okay. Ach geht. komm, dann lass uns doch noch darüber plaudern.
Ja, also das ist halt auch ein ganz wichtiger Aspekt irgendwie. Das, glaube ich, bleibt nicht aus. Also Rückschläge einerseits, klar, das kann ja alles Mögliche betreffen. Man kommt beim Schreiben nicht weiter oder man findet keinen Verlag oder das Buch verkauft sich nicht gut oder, da gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen. Und Zweifel sind dann halt da, wenn man mit diesen Rückschlägen nicht so gut umgehen kann. Und das, glaube ich, hat jeder mal. Also ich hatte das zum Beispiel, als ich meine erste Abrechnung vom Verlag bekommen habe. Und da habe ich Okay. dann so gedacht, okay, soll ich das jetzt wirklich weitermachen? Also, ne, so, ja, ich hatte auch mal so ein, zwei Momente bei Rezensionen, wenn dann gesagt wurde, ja, so mit dem offenen Ende. Aber das habe ich relativ schnell überwunden, weil ich das ja ganz bewusst auch gemacht habe und ja auch weiß, warum das so sein muss. Aber wenn man schreibt, also wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, wie das ist mit dem Schreiben und dem Geld verdienen und mit dem Erfolg haben. Man hört ja öfter dann mal so Sprüche, ja, Hauptsache veröffentlicht, das ist doch schon voll der Erfolg. Da bin ich dann vielleicht zu viel BWLer oder so, keine Ahnung, ob man das so sagen darf. Aber mir reicht es nicht einfach nur zu veröffentlichen. Also ich möchte schon irgendwie viele Leser erreichen. Also ich würde das jetzt auch gar nicht so sehr am Geld festmachen, sondern einfach daran, wie viele Leute lesen das eigentlich, ne? Und es haben wirklich nicht so viele gelesen, was ich weiß, was auch bei anderen Autoren so ist. Deswegen bin ich da jetzt auch nicht übermäßig frustriert oder so. Aber trotzdem, selbst wenn man das alles weiß, selbst wenn man weiß, das erste Buch verkauft sich meistens nicht gut, wenn man dann auch noch in einem kleinen Verlag veröffentlicht und ein Buch schreibt, was halt nicht so Mainstream ist und eher in eine Nische gehört, dann ist das richtig schwer. Das weiß ich auch. Aber trotzdem ist es so, dass dann manchmal doch die Zweifel kommen. Also bei mir sind es solche Zweifel. Es gibt ja auch ganz viele andere Zweifel, die man haben kann, ob man gut schreibt oder solche Sachen. Aber bei mir sind es dann halt immer so Dinge, weil als Autor, wenn man schreibt, also zumindest bei mir ist es so, dass ich viel Zeit da reinstecke und dadurch andere Sachen zurückstecken müssen. Sei es nun die Freizeit für andere Hobbys oder teilweise auch die Familie. Meine bessere Hälfte beschwert sich regelmäßig bei mir, als ich dann am Montag sagte, hier, da ist eine Ausschreibung, ich habe die und die Idee. Und dann sagt er so, Auch ja, noch. toll. Jetzt habe ich wieder keine Zeit, hast wieder keine Zeit für mich oder so. Und das ist tatsächlich so, wenn ich mich dann so reinarbeite in so ein Thema, dann stecke ich da halt auch wirklich viel Zeit rein, weil es ja auch nicht nur das Schreiben ist. Und man opfert da schon ganz schön viel, finde ich. So, ich weiß nicht, wie das bei dir ist oder vielleicht setze ich da auch einfach die Prioritäten falsch und müsste mir Nein. mehr Auszeit gönnen, aber ja. Nee, also wenn ich im Schreiben drin bin, also ich gönne mir jetzt ein bisschen Auszeit, weil ich sage, es muss liegen bleiben. Aber die nächsten Projekte warten. Band 1 ist aus dem Lektorat zurückgekommen, das will überarbeitet werden, ja. Also das bricht nicht ab. Ja. Macht mir auf der einen Seite sehr viel Freude, mit meinen Texten zu arbeiten. Auf der anderen Seite, klar, irgendwo musst du halt die Stunden wegnehmen. Bei mir ist es leider der Haushalt. Ja, Zum das kenne ich auch. Leidwesen, meines Mannes. Aber ich habe auch heute tatsächlich ganz, ganz fleißig schon mal den unteren Stock soweit. Und morgen ist dann Buchhaltung unter anderem noch dran. Das muss ja leider auch gemacht werden. Bei mir ist ja das Schreiben der größere Part meiner Zeit und meine Zeit in der GTS ist eher für das Geld für die Nebenkosten Ja, das ist reinzuholen. auf jeden Fall schon mal eine ganz andere Position. Nein, Ja. aber das mit dem Haushalt kenne ich aber auch. Also ich bin dann auch oft, also ich habe ja momentan meine Tage geteilt, dass ich halt vormittags an mein Buch schreibe und dann am besten gleich im Anschluss dann meinen Brotjob mache. Und wir arbeiten beide im Homeoffice. Also ich arbeite auch komplett im Homeoffice, auch das Ja. andere mache ich alles hier. Und meine bessere Hälfte auch. Durch Corona hat sich das so entwickelt. Er ist im Homeoffice. Und dadurch kommt es dann natürlich auch, dass mittags dann die Frage kommt, was essen wir denn jetzt? Und natürlich werde ich immer gefragt. Dann sage ich mal, Stimmt's. Ist nur bei uns abends, aber ich kenn's. und dann sage ich mal, ja, weiß ich nicht. Ja, wann essen wir denn? Ja, weiß ich nicht. So. Manchmal finde ich das echt anstrengend. Dann sage ich mal so, ich habe keine Lust zu kochen. Ich koche jetzt nicht.
weil das halt meinen Tag komplett auseinanderreißen. Das nervt Ja, mich. Das ist so der warte, warte Nachteil mal im ganz Homeoffice. kurz. Was hat denn die Julia angestellt, dass sie wegen Spam gesperrt wurde? Oh nein, zu viel Caps. Sorry, was hast du denn angestellt? Ja, aber sie hat, das Letzte, was ich gelesen habe, war, ist alles weg? Meine Güte, du musst langsamer schreiben. Ich habe gerufen, dass es hier auch so mit der Frage, was gegessen wird. Okay, sorry. Nee, es tut mir nur leid, dass ich es jetzt nicht drauf eingehen kann, weil ich die Yvonne nicht unterbreche. Aber ich bin da auch mittlerweile, was das Essen bei uns angeht, so ein bisschen kritisch geworden, wo ich denke, weißt du, ich habe keine Kinder mehr von 3. Die sollten doch mal selber, weißt du? Jetzt, wo Ferien sind, sehe ich sie die ganze Zeit nicht und muss schreien, das Essen ist fertig. Ja, aber an alle anderen Tagen ist es einem auf die Nerven. Ja, aber alles gut. Es gehört ja zu Mama sein auch irgendwie dazu und ist auch Arbeit, auch ein Job. Genau. Wie kommst du aus Also. solchen Tiefs wieder raus, wenn du gerade so einen Moment hast, wo die Rezensionen zu viel werden, die Abrechnung bescheiden ist? Ich muss mit jemandem drüber sprechen. Okay. Also das schaffe ich nicht, indem ich das still für mich mache. Ich muss dann mit irgendjemandem drüber sprechen. Und oft ist es meine beste Freundin. Manchmal ist es auch die eine Kollegin, von der ich erzählt habe. Ich glaube, sie konnte heute nicht mit dabei sein. Die Berit, die hat auch beim Z-Wolf Verlag veröffentlicht. Und wir tauschen uns auch sehr häufig aus. Das ist dann immer so Leidensgenossen. Ja, ich brauche dann einfach so, also nicht so. Bin dann nicht so, dass ich mich auskotze oder so, das mache ich nicht, sondern ich spreche dann halt wirklich drüber, hey, ich habe gerade hier und irgendwie, ach, so halt in der Art. Ja. Und dann geht es mir danach eigentlich auch immer besser und es geht relativ schnell, Gott sei Dank. Also ich habe mich da immer schnell wieder rausgehebelt aus diesen Tiefs Schön. und fange dann einfach an und schreibe weiter. Hi Finn, Weil schön, dass du reingekommen bist. es ist halt so, dass ich dann natürlich auch mal den Gedanken habe, ja, soll ich überhaupt schreiben? Ist es nicht besser aufzuhören und die Zeit in was anderes zu investieren? Und dann denke ich da irgendwie so kurz drüber nach oder vielleicht auch mal 1, 2 Stunden. Ich glaube, das längste war tatsächlich mal ein Tag, den ich drüber nachgedacht habe. Und dann ist aber wieder so, dass ich denke, nö, ich will schreiben. Es macht so einen Spaß und ich möchte das machen. Ja. Und deswegen mache ich das auch weiter. Ja. Sehr, sehr schön. Das ist eine ganz, ganz tolle Einstellung. Julia schrieb noch, dass sie dich verstehen kann, weil man bei all der Arbeit, die das Schreiben bei aller Liebe doch ist, ja, hatten wir vorhin auch drüber gesprochen, eine Zeit lang, auch etwas zurückbekommen möchte. Also am besten viele Leser und Rezensionen und noch mehr Leser. Ja, genau. Ich Genau. hatte halt auch immer so diese Vorstellung davon, dass viele Menschen das Buch lesen, also jetzt mein Debüt zum Beispiel, das lesen und sich darüber austauschen und darüber sprechen, wer jetzt welche Realität für die richtige hält und so. Das habe ich mir mal vorgestellt oder dass sie mich dann anschreiben. Aber ja, weiß ich nicht, vielleicht passiert das auch irgendwo, aber ich kriege es zumindest nicht mit. Ich glaube, die Und Schwierigkeit besteht darin, dass, wie du sagst, es ist nicht Mainstream, es ist kein großer Verlag. Und wenn du reinliest unter Umständen und das doch sehr komplex ist, ist es nicht griffig genug, dass viele zugreifen, ohne so viel Hintergrund zu haben. Also ich fand jetzt durch deine Beschreibung, deine Leidenschaft, die du damit reinbringst, das Strahlen, wenn du darüber redest, so ein direktes, oh, das muss ich mir unbedingt holen. Ja, wegen dem Komplettpaket. Aber dieses Komplettpaket siehst du ja nicht, wenn du, keine Ahnung, also du musst dir erstmal drüber stolpern, um weiterzukommen. Und ich denke, da ist gerade beim Debüt oft auch die Schwierigkeit. Ja, erstens das, also da kommen ja viele Sachen zusammen. Also den Autor kennt man noch nicht, in den meisten Fällen kennt man den Autor nicht und man weiß nicht, wie derjenige schreibt, man weiß nicht, ob die Geschichte einem gefallen wird und wenn es dann auch noch eine Geschichte ist, die so in sich komplex ist, ist diese Hemmschwelle, das zu lesen, noch mal höher. Also ich Leider verstehe ja. das voll, ich verstehe das. Das ist echt, ich kann das absolut nachvollziehen. Das würde mir genauso gehen. Und wenn man dann so ein Buch gelesen hat und sagt, oh toll, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Leute, die jetzt mein erstes Buch richtig gut fanden, die lesen auch mein zweites, weil sie dann halt wissen, was sie erwarten, also nee, was sie erwarten können. So. Aber, ja.
Langsam kriege ich auch einen Knoten in der Zunge hier. Ja, wir wollen es jetzt auch gar nicht. Aber ich wollte jetzt den, dann hätte ich, guck mal, alle Punkte abgehakt. Wir haben über dein Buch gesprochen. Wir haben dich kennengelernt. Das ist richtig klasse. Bei uns hier auf Twitch, du bist ja Neuling auf Twitch, ist es so, dass wir am Ende von unserem Stream immer zu einem anderen Streamer rüber raiden. Ja, also wir nehmen hier alle mit, die noch mitkommen wollen, und ich hoffe, es sind viele, die kurz mal Hallo sagen. So lernt man sich untereinander ein bisschen kennen, ja. Und ich habe allerdings nur Games oder Musik. Auf was hättest du mehr Lust? Weil mein Gast darf immer raussuchen, wo wir hinhüpfen. Ja, Musik. Musik. Aller Ja. Leute. Ihr wisst, die Tini. Die ist mittwochs abends immer da. Die macht richtig tolle Musik. Ich habe mir sogar die CD von ihr geholt. Die hat es total gelohnt. Die erzählt so Geschichten in ihren Liedern, die sie selber schreibt. Von daher passt es wieder richtig gut. So Ja. fantastische Welten und so. Ihr kriegt einen wunderschönen. Huch! Da ist mein Hashtag-Zeichen. Fantastische Autoren-Sekko-Grüße machen wir heute. Fantastische. Das Problem ist, am Ende vom Stream muss ich manchmal das, was ich schreibe, nochmal korrigieren, weil ich komisch schreibe. Ich frage mich immer, warum. Ich habe da so eine Ahnung. Aber so viele Gläser waren das doch heute gar nicht. Ach doch. Ich bin nur froh. Nochmal trinken, nicht vergessen, ja, zum Abschluss. Ja. Den Hashtag könnt ihr euch schon mal nehmen. Es war mir ein Fest, liebe Yvonne, Mir mit auch. dir Ich fand. gemeinsam den Abend zu verbringen, zu plaudern, dich kennenzulernen. Wir haben uns ja jetzt auch heute das erste Mal so richtig lang unterhalten, wobei wir haben ja auch eine Stunde damals gequatscht, wo wir Probe gemacht haben. Ja. Ja, du bist eine unwahrscheinlich sympathische Frau, Autorenkollegin, und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir noch mehr von dir lesen und hören, und alles Liebe und Gute für deine Ja, ich habe ja schon weiteren gesagt, Pläne. ich gebe nicht auf. Ja, so soll es auch sein. Ja, vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Und es war ein sehr angenehmes und witziges Gespräch. Das Und freut mich. die Zeit verging einfach super schnell. Sag ich doch, es ist immer so. Ja. Also, euch allen, wie auch der Yvonne, einen wunderschönen Abend. Ich raid euch jetzt rüber zu der lieben Tini. Sagt ihr ganz liebe Grüße. Ich verabschiede mich noch von der Yvonne danach. Und wir sehen uns dann selbst am Freitag. Denkt dran, ich werde meinen Buchschnitt weiter bemalen, und ihr dürft mir die Daumen drücken und dabei zugucken, ob ich das Ganze hinkriege. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Wir hören, lesen und sehen uns. Bis bald. Tschüss. Ciao.